Wir haben jetzt noch drei Vorlesungen vor uns, inklusive heute. Und wir sind weiter im Bereich prädiktive Modellierung. Und die letzten beiden Vorlesungen sind zu logistischer Regression und zu neuronalen Netzen. Logistische Regression, weil das natürlich irgendwie so ein Klassiker ist und weil der auch natürlich in der Psychologie schon lange immer viel angewendet wird. Hier schauen wir uns das dann im Bereich prädiktive Modellierung an und neuronale Netze sind einerseits einfach eine Generalisierung von logistischer Regression, also das ist ein sehr enger Bezug und zweitens sind neuronale Netze ja das, was heutzutage KI ist und also oder was Deep Learning ist. Also das ging ja mit KI, es ging ja irgendwie los vor so 10, 15 Jahren, ja eigentlich 2012, da hieß dann das auf einmal alles Deep Learning, was vorher neuronale Netze hieß und eigentlich seit den 90ern nicht so richtig beachtet wurde. Und dann hat sich das ja irgendwie so weiter gemorpht zu dem Begriff KI. Und ja, wir haben ja schon gesehen, dass solche Sachen dann halt auch in der Psychotherapieforschung von Interesse sind, weil man natürlich irgendwie mehr an den neuesten Entwicklungen interessiert ist, um mehr aus Daten zu ziehen. Und logistische Regression und auch neuronale Netze sind von ihrer Modellarchitektur nicht so furchtbar schwierig zu verstehen. Also da ist tatsächlich die lineare Diskriminanzanalyse schon ein bisschen komplexer, weil sie halt ein stärker ausgeprägtes probabilistisches Modell hat. Logistische Regression und neuronale Netze sind, wenn man lineare Regression kennt, jetzt auch nicht so komplex. Was komplex ist und wo dann immer Verständnisprobleme auftreten, ist, wie da die Parameter gelernt werden, weil das Lernen der Parameter oder das Schätzen der Parameter anders funktioniert, nämlich numerisch, als das, was Sie dann bis jetzt so immer gesehen haben. Also wenn Sie allgemein das lineares Modell gesehen haben, dann gab es da, insbesondere wenn es unabhängige Datenrealisierung war, also wenn die Kohärenz im Matrix sphärisch war, dann gab es da Formeln zum Schätzen der Parameter. Sie kennen alle die Formeln zum Schätzen der Parameter einer Normalverteilung, also Mittelwert und Stichproben, also Stichprobenmittelwert und Stichprobenstandardabweichung. Das wird also alles mit Formeln, also Lösungen, hatten wir beim letzten Mal auch bei der linearen Diskriminanzanalyse gesehen, letztlich Formeln, die in den meisten Fällen dann Likelihood-Funktion maximieren oder die negative Likelihood-Funktion minimieren gemacht, sodass man eigentlich durch viele Dinge ganz gut durchkommt, ohne sich verstärkt mit irgendwelchen Optimierungsdingen zu beschäftigen. Natürlich haben wir jetzt bei Eigenanalyse und bei ein paar Sachen, da haben wir auch einfach die numerischen Sachen so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber weil das halt so das Entscheidende ist, oder also neuronale Netze und logistische Regression sind einfach zu verstehen. Was nicht einfach zu verstehen ist, ist, wie die Parameter geschätzt werden, beziehungsweise das ist auch noch einigermaßen einfach zu verstehen auf der intuitiven Ebene. Und wenn man dann sagt, ja, das wird dann mit dem Gradientenverfahren erklärt. Aber was ein Gradient ist, und warum das Gradientenverfahren zumindest ein Ansatz ist, eine Funktion zu minimieren, das ist nicht so leicht zu verstehen. Und das ist dann der Inhalt in der heutigen Vorlesung. Das ist sozusagen eine Vorbereitung oder ein kleiner Exkurs, um das Verständnis von neuronalen Netzen, also dem Lernen der Parameter. Der Key-Term ist immer Backpropagation, bei neuronalen Netzen zu verstehen und als auch Vorbereitung darauf, das Lernen der Parameter bei logistischer Regression. Und das ist es eigentlich auch alles. Also wenn man so ein bisschen versteht, was man braucht für jetzt, wenn es mal um maschinelles Lernen geht, dann braucht man gar nicht mal so viel Probabilistik. Wenn man die noch zusätzlich hat, dann ist gut. Die Hauptdinge, wo dann da irgendwie Sachen passieren, sind im Bereich der nichtlinearen Optimierung. Und da ist eigentlich auch nicht viel passiert. Das hatte ich jetzt hier nochmal so ein bisschen zusammengefasst.
Da ist jetzt auch in den letzten 25 Jahren gab es ja jetzt, würde ich sagen, keine massiven Durchbrüche, was die Theorie und die Verfahren zur nichtlinearen Optimierung irgendwie beeinflusst hätte. Was es natürlich gab in den letzten 25 Jahren, sind neue Computer, die schneller Sachen machen. Also Computerspiele sind besser geworden. Und diese Rechner, die für sehr gute Computerspiele, die mit coolen Grafiken und schneller Reaktion und dann meinetwegen auch VR funktionieren, also auf der Hardware-Ebene, die können natürlich auch schnell solche Algorithmen berechnen, und das ist besser geworden. Und deshalb ist da so, hat man das Gefühl, da passiert so viel, aber jetzt tatsächlich inhaltlich ist da gar nicht so viel passiert. Also erstmal grob so gesagt. Und manche Sachen, die dann passiert sind, oder ja, die weiß man ja auch nicht, weil die Firmen das ja nicht wirklich diskutieren. Also, um da so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was jetzt in diesen dann modern wirkenden Verfahren, wobei man auch sagen muss, mehrschichtige neuronale Netze, also Deep Learning, das gab es auch schon in den 80ern. Wir werden da noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist auch alles nicht so neu. Was neu sind, sind die guten Computer, die das schnell berechnen können. Um da so ein bisschen den Einzug zu schaffen, wollen wir klären, was das Gradientenverfahren ist. Und darum geht diese ganze Vorlesung eigentlich. Ziel ist zu verstehen, was ist das Gradientenverfahren? Das ist dann auch schon wieder nicht so schwer. Eine zweite Sache ist zu verstehen, warum zeigt der Gradient in die Richtung des steilsten Abstiegs? Und das ist nicht so ganz trivial zu verstehen. Da muss man so ein bisschen tiefer eintauchen. Aber das sind dann auch Frage von Beweisen, die Sie ja in Klausuren und so und dann auch nicht brauchen. Also, ja, ich finde diese Vorlesung einerseits ziemlich gut, weil sie tatsächlich an die Dinge, an die Punkte geht, wo tatsächlich die Verständnisprobleme sind. Andererseits ist sie natürlich auch so ein bisschen schon far out. Also wir werden heute auch kein Beispiel zur Klassifikation von Psychotherapie-Patientinnen haben, weil das halt so ein bisschen die Methodik hinter diesen Verfahren betrifft. Genau, das vielleicht erstmal so als einleitende Vorbemerkung. Um zu verstehen, was ein Gradient ist, muss man halt verstehen, was eine partielle Ableitung ist, weil ein Gradient ist definiert als eine, als die Zusammenführung mehrerer partieller Ableitungen. Und deshalb fangen wir so ein bisschen sehr grundlegend an mit multivariater Differentialrechnung. Und wenn wir da drüber klar sind, reden wir so ein bisschen darum, was wie Optimierung generell funktioniert. Und dann schauen wir uns mit dem Gradientenverfahren ein Verfahren dazu an und begründen das auch. Das ist also der Plan. Letztlich gibt es, um das auch mal klar zu sagen, gibt es in diesem ganzen datenanalytischen Bereich und darüber hinaus, also auch in diesem agentenbasierten, meinetwegen künstliche Intelligenz, die agiert, Bereich nur zwei Hauptprinzipien oder zwei Dinge, die ganze Zeit benutzt werden. Einmal Wahrscheinlichkeitstheorie und das andere ist nichtlineare Optimierung. Mehr gibt es eigentlich nicht. Was da dann drunter fällt, also wie Modelle formuliert sind, das braucht halt vielleicht so ein bisschen Matrizen und so weiter und wie Daten repräsentiert werden. Und klar gehört zur nichtlinearen Optimierung auch so ein bisschen so diese analytischen Dinge wie Ableitungen und Funktionen minimieren. Aber letztlich ist es eigentlich einfach das. Wahrscheinlichkeitstheorie und Optimierung. Das ist so das, was alles, was in der Datenanalyse passiert, ausmacht. Und deshalb macht es Sinn, auch mal ein bisschen über nichtlineare Optimierung zu reden. Gut. Das also so ein bisschen die Vorbemerkung. Wir werden dann bei logistischer Regression und neuronalen Netzen natürlich dann das entwickeln und dann an irgendeinem Punkt sagen, da kann man jetzt das Gradientenverfahren anwenden, oder wir werden bei neuronalen Netzen und werden uns dann bei logistischer Regression anschauen, wie der Gradient aussieht. Und bei neuronalen Netzen ist ja dann der Witz, dass man den Gradienten sehr effizient berechnen kann aufgrund der Struktur der neuronalen Netze. Das werden wir uns auch anschauen, aber jetzt auch nicht. Ich denke, das beweisen wir auch nicht, weil
Wir haben da mal den Beweis hingeschrieben, aber ich glaube, der ist nicht in der Vorlesung. Und wie gesagt, Beweise sind ja nicht klausurrelevant. Aber in den Beweisen steckt halt, warum das alles funktioniert. Und deshalb finde ich, macht das Sinn, das wenigstens mal gehört zu haben, dass man weiß, warum das so ist. Auch wenn man es dann nicht selbst wiedergeben muss. Gut, also steigen wir ein mit ein paar Gedanken zur Multivariant-Differentialrechnung. Also wir gehen jetzt ziemlich zurück, letztlich so ein bisschen im Bereich Vorkurs, vielleicht sogar Schule. In der Schule haben sie ja, und dann vielleicht dann nochmal im Psychologie-Mathe-Vorkurs darüber geredet, wie man das Minimum oder wie man Extremalstellen von Funktionen berechnet. Das war in der Schule dann immer so, erste Ableitung berechnen, Null setzen, auflösen, gucken, ob die zweite Ableitung größer 0 ist, dann ist es ein Minimum, gucken, ob die zweite Ableitung kleiner als 0 ist, das ist ein Maximum. Und ja, da erschöpft sich dann auch irgendwie die analytische Optimierung und bei univariaten Funktionen. Und generell betrachtet man in der ja, echten Datenanalyse halt multivariate, reellwertige Funktionen, die man minimieren möchte oder maximieren. Das hatten wir beim letzten Mal gesehen. Da hatten wir nochmal an die Log-Likelihood-Funktion erinnert, die ja auch oder die ja immer eine Funktion von Parametern ist. Und Parameter sind ja oft nicht nur eine Zahl, sondern auch mehr Zahlen. Und sobald man dann mehr Zahlen hat und aber einen Wert rausbekommt, ist man im Bereich einer multivariat-reellwertigen Funktion, also eine Funktion f, die einen n-dimensionalen Vektor nimmt und einen Skalar zurückgibt, heißt, oder nenne ich so, und ist auch eine ganz gute Klassifikation, heißt multivariate reellwertige Funktion. Also es kommt ein Vektor rein und es kommt ein Skalar raus. Reellwertig ist das gleiche wie Skalar kommt raus. Und man muss sich dann halt klar machen, dass ja so eine Funktion, die Funktionswerte sind halt Skalare und die Dinge, die man da reintut, sind halt Vektoren. Das kennen Sie aber auch schon. Wir haben ja über multivariate Normalverteilung geredet. Die sind ja genauso. Da ordnen Sie Vektoren in R hoch 2, R hoch 3 oder R hoch 1000 immer eine Wahrscheinlichkeitsdichte zu, also einen Wert. Hier sind Das sind jetzt keine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionen. Hier ist mal so ein Standardbeispiel, mit dem wir dann noch arbeiten werden. Wenn wir so eine Funktion haben, die zwei Zahlen nimmt, x1 und x2 und eine Zahl zurückgibt, nämlich x1 Quadrat plus x2 Quadrat, dann das ist dann ein Beispiel für eine multivariate reellwertige Funktion, wobei n gleich 2 ist. Wenn man die visualisiert, muss man sich immer klar machen, dass dieses zweidimensionale sind die Input-Argumente der Funktion und das, was rauskommt, ist halt ein Skalar. Aber wenn man jetzt bei so zweidimensionalen Sachen, dann plottet man das manchmal so irgendwie so dreidimensional sieht das ja aus. Also man ordnet jedem zweidimensionalen Vektor in dieser Ebene hier unten einen Wert zu, den man dann hier auf der Z-Achse abträgt. Und x1 Quadrat plus x2 Quadrat sieht dann so aus. X Quadrat, die Funktion können Sie, glaube ich, gerade ja natürlich noch vorstellen. Das sieht ja schon sehr ähnlich aus wie x Quadrat. Ist natürlich jetzt aber ja ausgedehnt in eine weitere Dimension. Ich stelle ja, das hatten wir auch bei den Normalverteilungen, die Sachen dann auch oft so dar, weil da dann so ein bisschen klarer wird, dass das eine, dass die Input-Argumente zweidimensional sind und man hat nicht irgendwie dieses 3D-Ding da, sondern man hat halt hier diese Input-Argumente, zum Beispiel 1, 1. Und durch diese Kreise, die ja von R dann auch mit Zahlen ausgestattet werden, steht, okay, an der Stelle 1, 1 nimmt diese Funktion den Wert 2 an. Macht ja auch Sinn, weil 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2. Das ist also ein Beispiel für eine multivariate, reellwertige Funktion. Da gibt es natürlich unendlich viele von und auch nicht nur für zweidimensionale Inputs. Entscheidend ist dabei, dass immer
Und das ist das Entscheidende bei diesen multivariaten, reell wertigen Funktionen. Der Output der Funktion, also die Funktionswerte, sind immer skalare, sind immer einfach Zahlen und keine Vektoren. Es gibt auch multivariate vektorwertige Funktionen, es gibt auch multivariate matrixwertige Funktionen und so weiter, aber darum geht es nicht, sondern es geht rein um multivariate, reell wertige Funktionen. Und dann ist es generell so, und dafür brauchen wir halt jetzt diesen ganzen Kram, dass diese Funktionen halt die Funktionen sind, die man optimieren will. Also entweder negative Likelihood-Funktionen, wenn man Maximum Likelihood betreiben will, oder Funktionen, die irgendwie messen, dass Parameter noch nicht gut sind. Und wenn man diese Funktion minimiert, also wenn man irgendwie Parameter findet, so dass diese Messung dessen, dass die Parameter noch nicht gut sind, wenn dieser Wert dann klein wird, dann nennt man die Loss Functions, und das sind halt Dinge, die wir dann noch in den letzten beiden Vorlesungen sehen werden. Genau, das ist erstmal eine multivariate, reell wertige Funktion. Gibt es dazu Fragen? Okay. Bei univariaten, reell wertigen Funktionen, also wo das hier einfach die reellen Zahlen sind, also Funktionen, wie Sie sie aus der Schule kennen, f von x ist 2x oder f von x ist 3x Quadrat plus 4x plus 2, kennen Sie ja den Begriff der Ableitung. Also Sie können da irgendwie die Änderungsrate an einer Stelle berechnen, indem Sie, oder die Funktion der Änderungsraten, indem Sie diese Rechenregeln für Ableitungen, also Ableitung von x Quadrat ist 2x, und so weiter, anwenden. Hier ist jetzt die Sache, dass man sich fragen kann, was ist denn die Ableitung so einer Funktion? Und hier hat man halt die Sache, okay, jetzt haben wir da mehrere Input-Argumente. Wenn ich jetzt ableite, was ist denn dann das X? Und die Antwort ist, naja, es gibt halt mehrere Xe. Und je nachdem, nach welchem Sie X Sie ableiten, haben Sie eine andere Ableitung. Und diese einzelnen Ableitungen heißen partielle Ableitung. Das ist erstmal so die allgemeine Definition von partiellen Ableitungen. Also wir haben eine Funktion, die ist aus einer Untermenge, muss kann aber auch die gesamten n-dimensionalen reellen Vektoren sein, nach R. Also es ist eine multivariate, reellwertige Funktion. Und man nennt so eine Funktion nach einem xi, und ein xi ist jetzt immer ein x in diesem Input-Vektor, also eins von diesen x1 bis xn. Man nennt die nach xi partiell differenzierbar, wenn dieser Grenzwert, der hier beschrieben ist, existiert. Das ist genauso wie die Definition der normalen Ableitung. Sie betrachten die Differenz zwischen zwei Funktionswerten, wenn Sie von erstmal, Sie sind an einem Funktionswert fx, und Sie gehen ein bisschen weiter, meinetwegen, wenn Sie jetzt im Univariaten sind, gehen Sie ein bisschen nach rechts, schauen sich an, wie hat sich die Funktion verändert, also was ist der Funktionswert an dieser zweiten Stelle. Und ziehen davon den Funktionswert an der ersten Stelle ab. Also Sie schauen sich an, wie hat sich die Funktion verändert über die Differenz zwischen diesen beiden Punkten. Und was sind jetzt diese Punkte? Einmal nennen wir diesen Punkt x, und den anderen nennen wir x plus h, wenn wir im Univariaten sind. Jetzt sind wir im Multivariaten, also x ist ein zweidimensionaler Vektor. Wenn wir da irgendwo hingehen wollen, müssen wir halt dazu einen Vektor addieren. Und dieser Vektor ist dann so definiert als der Einheitsvektor, der ite-Einheitsvektor. Also wenn wir die ite-Koordinate betrachten, also zum Beispiel die erste beim dreidimensionalen Vektor, dann haben wir hier den Vektor 1, 0, 0. Und diesen Vektor 1, 0, 0, den multiplizieren wir mit einer Zahl, die beliebig klein werden kann, also zum Beispiel 0,200 oder dann 0,100 als Vektoren, und schauen uns an, wie ist der Funktionswert dieser multivariaten, reellwertigen Funktion an dieser zweiten Stelle, wie ist er an der ursprünglichen Stelle, wie hat er sich geändert und wie weit sind wir eigentlich gegangen.
Und dann ist es, also es geht immer darum, wie ändert sich die Funktion in Abhängigkeit von einer bestimmten Größe der Änderung der Input-Argumente der Funktion, also der Xs. Und wenn man jetzt diese, wie weit man ändert, beliebig klein macht, also wenn man diesen Grenzwert gegen Null bildet und dieser Grenzwert existiert, dann heißt so eine Funktion partiell differenzierbar nach xi. Und dieses xi ist halt dadurch ausgewählt, dass wir hier halt eine Änderung in die IT-Richtung machen. Also, um das nochmal vielleicht hier klar zu machen, wenn wir in diesem zweidimensionalen Raum sind und wir sind jetzt bei x 0, 0, wenn wir jetzt in die Richtung des ersten Einheitsvektors gehen, also in Richtung E1, dann gehen wir ja mal in diese Richtung. Wenn wir in Richtung des zweiten Einheitsvektors gehen, gehen wir in diese Richtung. Und wie weit wir gehen, bestimmt halt dieser h-Vektor. Und wenn wir das jetzt ganz klein machen, dann haben wir die Änderungsrate genau in diesem Punkt. Und das können Sie halt in jedem Punkt machen. Sie können auch hier 1, 1 plus 1, 0, dann gehen Sie halt in diese Richtung oder minus 1, 0, dann gehen sie in diese Richtung, aber das waren jetzt immer für positive Hs, also wir gehen in die Richtung und andersrum in die Richtung. Und das kann man halt je nach Wahl dieses Einheitsvektors für n verschiedene Einheitsvektoren machen, in diesem Fall halt für 2. Und wenn wir das für den entsprechenden Einheitsvektor machen, dann nennt man diese Ableitung, dann nennt man das Ding, was da rauskommt, die partielle Ableitung der Funktion f nach xi. Das ist dann auch wieder eine Funktion, so wie Sie es auch kennen von Ableitungen. Das sind ja auch Funktionen, die sind manchmal konstant, aber oft auch nicht. Wenn Sie an die Ableitung von x Quadrat denken, dann ist die Ableitung 2x. Das hängt ja immer noch von x ab. Die Ableitung von 2x ist 2, das hängt dann nicht mehr von x ab, aber es ist trotzdem eine Funktion. Also für jedes x, das wir da reintun, bekommen Sie 2. Und genauso hängt das hier weiterhin von x ab, ist also eine Funktion. Das Einzige, was jetzt hier dann irgendwie anders ist als bei normalen Ableitungen, ist dieses Symbol hier. Das ist das partielle Ableitungssymbol, das soll ein d sein, aber das ist so ein bisschen stilisiertes d, damit man ja irgendwie erkennt, dass es um eine partielle Ableitung geht. Aber letztlich ist eine partielle Ableitung, und das werden wir dann auch gleich sehen, ist eine normale Ableitung. Weil was hier ja passiert ist, man ändert in einer Koordinate oder in einem Input-Argument ändert man was, in den anderen aber allen nicht. Die bleiben alle konstant. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Richtung 1, 0 gehen von hier aus, dann ändert sich der x2-Wert ja nicht, sondern es ändert sich nur der x1-Wert und wir schauen uns an, wie ändert sich diese Funktion mit x1. Also, oder hier, wie, wenn wir jetzt hier diese Linie von x1, also die am hinteren Ende des Kubus hier bei x2 maximal ist, wenn wir uns schauen, wie ändert sich diese Funktion mit x1, dann sehen wir das ja. Sie geht erst runter und dann geht sie wieder hoch. Und wie stark sie sich ändert, hängt natürlich auch von x1 ab. Aber mit x2 ändert die sich halt nicht, weil wir uns nur anschauen, wie sie sich mit x1 ändert. Sodass wir dann, das meiste davon habe ich erklärt, dass man, wenn man jetzt tatsächlich partielle Ableitungen berechnen möchte, was sie auch nicht brauchen, aber wenn man das ma machen möchte, dass man letztlich einfach eine normale Ableitung, so wie in der Schule berechnet, hinsichtlich der i-ten Koordinate. Das ist dann sozusagen das x und alle anderen Sachen, die noch in dieser Funktion stehen, werden als Konstanten betrachtet. Das sind dann also, wenn Sie an Schulfunktionen denken, dann sehen wir irgendwie so 2x plus 4 plus 3 und dann mussten Sie, dann haben Sie irgendwie Ableitung von 2x ist x und Ableitung von 4 ist 0 und Ableitung von 3 ist 0. Das war dann die Ableitung nach x. Hier gibt es halt dann entsprechende Konstanten, die halt hier die anderen Xs sind.
Und das ist hier nochmal so formalisiert. Man hat letztlich so eine einfache Ableitung. Das Einzige ist, dass diese Funktion, die man betrachtet, halt auch noch von den anderen n-1 x's abhängt. Und das kann man an diesem Beispiel einmal dann konkret machen. Machen wir das vielleicht noch, bevor wir Fragen machen. Das ist ja die Funktion, die wir hier betrachtet haben. Erstmal muss man sich dann immer klar machen, wie viele partielle Ableitungen gibt es. Naja, es gibt immer so viele partielle Ableitungen, wie es Input-Argumente gibt oder wie viele Koordinaten der Input-Vektor hat, also zwei. Einmal die partielle Ableitung nach der ersten Koordinate und einmal die partielle Ableitung nach der zweiten Koordinate. Wenn wir die erste partielle Ableitung berechnen wollen, dann betrachten wir diese Funktion als Funktion nur von x1 und sagen, dieses Ding hier ist jetzt eine Konstante, so wie ein a. So kann man sich das am besten vorstellen, oder wie eine Zahl 5. So dass wir dann diese Funktion hier betrachten. Das ist nur eine Funktion von x1, x² 1 plus 5. Und das sollen wir jetzt ableiten. Und x² 1, die Ableitung von x² ist 2x, also haben wir hier 2x1, Ableitung von 5 ist 0, also haben wir die Ableitung 2 x1. Wenn wir das jetzt für die andere machen, dann wird halt dieser Teil hier die Konstante, also meinetwegen 4, und die Ableitung von x² ist dann 2 x2. Also sind die partiellen Ableitungen dieser Funktion gegeben durch 2x1 und 2x2. Das eine ist die Ableitung nach der ersten Koordinate, das andere ist die Ableitung nach der zweiten Koordinate. Aber wenn man das, also zum Nachvollziehen braucht man da eigentlich nur, dass man sich klar macht, dass wenn man jetzt eine partielle Ableitung betrachtet, dann sind alle anderen Koordinaten, alle anderen Xs sind Konstanten. Und wenn man da dann, man muss also einfach nur eine Ableitung berechnen, wie man sie in der Schule berechnet hat. Und wenn das natürlich, das ist natürlich auch hier so gewählt, wenn man diese Ableitung weiß, dann ist es auch kein großes Problem. Aber Sie brauchen auch in der Klausur keine Ableitung berechnen, nur dass Sie ja, sehen, das ist, und wir werden es bei logistischer Regression, schauen wir uns das, glaube ich, auch nochmal genauer an. Das kann man schon nachvollziehen, auch mit Schulmathe, sprich Vorkurs Mathe. Genau, gibt es dazu erstmal Fragen? Okay, das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Man kann, und das kennen Sie auch noch aus der Schule, man kann, wenn man eine Funktion hat, eine Ableitung berechnen, aber man kann dann auch wieder die Ableitung dieser Ableitung berechnen. Und das nennt sich dann zweite Ableitung. Das ist eigentlich, was man zur zweiten Ableitung wissen könnte, müsste, sollte aus dem Vorkurs. Das kann man auch bei partiellen Ableitungen machen. Die Sache ist dann so ein bisschen, dass man, wenn man dieser Logik folgt, wir machen jetzt partielle Ableitungen, also Ableitung nach der ersten Koordinate, nach der zweiten, nach der dritten, nach der vierten und so weiter, wenn es so viele Koordinaten gibt oder so viele Input-Argumente oder der Vektor, der das Input-Argument ist, so viele Komponenten hat, so ist ja alles das Gleiche. Dann kann man natürlich nach jeder Komponente eine partielle Ableitung bilden. Und wenn man jetzt nochmal eine partielle Ableitung bilden möchte, dann kann man sich fragen, nach welcher Komponente denn jetzt? Und dementsprechend gibt es für die zweiten Ableitungen bei multivariaten reellwertigen Funktionen viele Möglichkeiten, nämlich genauso wie für die erste Ableitung. Und so definiert man dann auch dann die zweiten Ableitungen, also die zweiten partiellen Ableitungen, als partielle Ableitung der ersten partiellen Ableitung, wobei hier die erste partielle Ableitung nach xi gemacht wurde, zum Beispiel nach x1, und die zweite partielle Ableitung nach xj gemacht wird, wobei i
jedes 1 bis n sein kann, also jede Koordinate und j auch. Also man kann natürlich auch zweimal nach der gleichen Koordinate ableiten, und man kann ja einmal nach einer und dann nach einer anderen ableiten. Und das schreibt man dann, wenn man die zweite Ableitung meint, dann schreibt man hier eine 2 dran, damit man das weiß, dass es um die zweite geht. Und dann schreibt man dran, nach was denn abgeleitet wurde. Und das geht dann immer von rechts nach links, also erst nach xi und dann nach xj. Also hier erst die partielle Ableitung nach xi und davon dann die partielle Ableitung nach xj. Es gibt also zu jeder partiellen Ableitung xi gibt es n zweite partielle Ableitung. Man kann nach jeder der Komponenten wieder ableiten, also insbesondere auch zweimal nach der gleichen. Die eine gute Sache bei dem Ganzen ist das Theorem von Schwarz, das besagt, dass es egal ist, nach welcher Komponente Sie zuerst ableiten. Also die zweite Ableitung nach, wobei hier habe ich es, da ist das nicht ganz konsistent, wie mache ich es denn hier? Genau, da ist ein Partial zu viel. Also hier schreibe ich ja mal nur eins hin, weil ich da gar nicht so sicher bin, was ich besser finde. Finde ich das besser oder finde ich das besser? Muss ich mir mal anmerken, muss mal gucken, was da so der Standard ist. Also entweder fehlt hier ein Partial und dann bei vielen, ziemlich vielen Sachen. Oder hier ist eins zu viel, aber für eine Sache sollte man sich schon entscheiden. Genau. Das soll also das Gleiche sein. Die Aussage dieses Theorems oder dem Satz von Schwarz ist, dass es egal ist, ob Sie erst nach xi ableiten und dann nach xj partiell oder erst nach xj und dann nach xi. Die Reihenfolge des partiellen Ableitens ist also irrelevant, was am Ende rauskommt als Ableitung ist das Gleiche. Und das ist natürlich hilfreich und kann auch helfen, Fehler beim Berechnen zweiter Ableitung zu finden. Also wenn man nach der einen, wenn man das in die eine, wenn man in der einen Reihenfolge macht, man berechnet eine partielle Ableitung nach xi und dann nach xj und dann macht man es andersrum und man hat unterschiedliche Ergebnisse, dann hat man vermutlich falsch gerechnet. Das müsste man beweisen, aber so tief steigen wir da ja nicht ein. Hier schauen wir uns das einmal an. Um dann auch Beispiele zu haben hinsichtlich der zweiten partiellen Ableitung. Wie gesagt, das ist dann die zweite partielle Ableitung ist einfach eine partielle Ableitung einer Funktion, nämlich der ersten partiellen Ableitung. Und eine partielle Ableitung ist einfach eine Ableitung hinsichtlich der entsprechenden Koordinate, so dass wir, wenn wir die zweite Ableitung, wenn wir uns das hier anschauen, wir leiten einmal partiell nach x1 und dann nochmal nach x1 ab, dann ist das also die partielle Ableitung der ersten partiellen Ableitung nach x1. Die haben wir schon berechnet. Das war 2x1 von, wir sind immer noch bei dieser Funktion, 2x1. Und die sollen wir jetzt wieder nach x1 ableiten. Na gut, die Ableitung von 2x ist 2, also die Ableitung von 2x1 nach x1 ist 2. Wenn wir erst nach x2 ableiten und dann nach x1, dann haben wir ja als Ableitung bekommen für die Ableitung nach, für die partielle Ableitung nach x2, 2x2 und das sollen wir jetzt nach x1 ableiten. Steht ja aber gar nicht x1 drin. Also man kann sich natürlich vorstellen, da steht 0 mal x1 noch drin. Und wenn man dieses 2x2 nach x1 ableitet, dann ist das hier eine Konstante. Wenn wir die nach x1 ableiten, geht sie also weg. Und dann steht da noch 0 mal x1. Und
Da bleibt dann nur die Konstante stehen und das ist dann 0. Man kann sich das auch anders vorstellen oder anders klar machen, dass da das 0 ist, nämlich nach der Frage, okay, das soll die Änderung dieser Funktion mit x1 sein. Ja, die hängt ja gar nicht von x1 ab. Also ist die Änderung dieser Funktion mit x1 ist 0, weil das ändert, diese Funktion ändert sich mit x1 nicht. Dann ist die Ableitung natürlich 0. Wenn man das andersrum macht, also erst nach x1 ableiten, dann nach x2, dann hat man die Ableitung von 2x1 nach x2. Das ist dann die gleiche Logik. Diese Funktion 2x1, die hängt ja nicht von x2 ab. Deshalb ist die Ableitung gleich 0. Oder das ist eine Konstante und dann steht ja noch plus 0 mal x2 und dann bleibt nur die 0 übrig. Und schließlich, wenn man zweimal nach x2 ableitet, dann ist das gleiche wie hier. Man hat die Ableitung von 2x2 nach x2, da bleibt dann nur die 2 übrig. Und was wir hier dann auch gesehen haben, ist, dass sowohl wenn wir erst nach x2 und dann nach x1 oder erst nach x1 und dann nach x2 ableiten, wir bekommen 2 mal 0 und haben also dieses, diesen Satz von Schwarz hier gesehen. Genau, wie spät ist denn? Okay, hier ist nämlich noch ein zweites Beispiel. Ja, schauen wir uns das zweite Beispiel nochmal kurz an. Gibt es soweit Fragen? Okay, hier ist noch ein zweites Beispiel. Und da habe ich die Partials reingemacht, dann muss ich die vorne auch wieder reinmachen. Ich habe da wahrscheinlich mal irgendwas ersetzt und dann sind die weggefallen. Hier ist ein zweites Beispiel, das einfach nur noch mal verdeutlichen soll, dass das im Prinzip alles nicht so komplex ist. Das Nette irgendwie bei partiellen Ableitungen ist, das sieht komplex aus, wenn man dieses Partial-Symbol da hat. Das sieht dann irgendwie fancy aus und mathematisch, aber im Prinzip das Ableitung wie in der Schule. Hier ist ein Beispiel für eine multivariate Reellwerte-Funktion, deren Input dreidimensional ist. Also drei Koordinaten, x1, x2 und x3. Und der Wert, den diese Funktion annimmt, soll x1 Quadrat sein plus x1 mal x2 plus x2 mal Wurzel x3. Und da kommt natürlich dann ein Skalar raus. Also wenn x1 irgendwie 2 ist, dann steht da 4. Wenn x1 2 ist und x2 3, dann steht da 2 mal 3, also 6. Und jetzt habe ich gesagt, x2 ist 3 und dann sagen wir, x3 ist 4. Dann steht da 3 mal Wurzel 4, also 3 mal 2, also 6. Und dann steht da, jetzt habe ich es vergessen, 4 plus 6 plus 6. Ich glaube, das war mein Beispiel. Also 16. So, also ist abhängig von drei Zahlen, kommt aber immer eine Zahl raus, weil wir auch nur über multivariate reellwertige Funktionen reden. Und wenn man hier jetzt die partiellen Ableitungen erster Ordnung, also die ersten partiellen Ableitungen berechnet, dann ist halt genau die Logik wie vorher. Wenn man nach x1 ableitet, dann werden x2 und x3 Konstanten. Also hier steht gar kein x1, das ist dann sowas wie 4. Das heißt, das fällt weg. Wenn man x1 mal x2 ableitet, bleibt die Konstante stehen. Also das ist sowas wie 3 mal x1. Da bleibt dann 3 stehen. Hier, die 3 ist das aber x2. Also bleibt da x2 stehen. Und Ableitung von x1 Quadrat ist 2x1. Und so dann auch für die anderen. Das ist jetzt so ein bisschen anspruchsvoller vielleicht, weil man wissen muss, dass man dass die Ableitung von Summen gleich der Summen der Ableitungen ist. Das sind aber auch Rechenregeln aus dem Vorkurs. Und klar, hier hat man dann x2 mal x3 hoch 1/2. Und da ist dann dieses Ding, man zieht ein im Exponenten ab und schreibt ihn davor, wird dann ein bisschen interessanter, weil man dann hier x hoch 3 hoch 1/2 hat. Wenn man da ein abzieht, hat man x hoch minus 1/2. Deshalb hat man hier dann minus 1/2 ist 1 durch Wurzel. Außerdem schreibt man das 1/2 davor, deshalb taucht dann noch diese 2 auf.
Ja, also ich brauche jetzt hier nicht, glaube ich, alle durchgehen. Wenn man das dann nochmal, man sieht aber, dass es halt aufwendiger wird, wenn die Funktion höher dimensional wird. Wenn man jetzt die zweiten Ableitungen bildet, dann kann man halt die ersten partiellen Ableitungen alle nochmal nach den zweiten Koordinaten ableiten, hat da also drei Ableitungen für die erste partielle Ableitung und drei für die zweite partielle Ableitung und entsprechend drei für die entsprechend drei für die dritte partielle Ableitung. Und auch wenn man sich das dann anschaut, sieht man, dass die Ableitung nach x2 und dann nach x1 das gleiche ist wie die x2 nach x1 und so weiter und so fort. Also hier, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben noch nicht so ganz verstanden, wie man partielle Ableitungen jetzt bestimmt, dann können Sie dieses Beispiel noch einmal durchgehen. Wie gesagt, Sie brauchen es in der Klausur nicht, aber es kann ja sein, dass Sie das interessiert. Das könnte ja sein. Genau. Das ist also ein zweites Beispiel. Und ich denke, jetzt ist dann einmal ein guter Punkt für Fragen oder dann eine Pause, weil wir dann damit jetzt gewappnet sind zu sagen, was denn Gradient ist. Gibt's Fragen? Okay. Also partielle Ableitungen haben eine fancy Notation. Sehen sehr mathematisch aus, sind aber letztlich die Ableitungen, die Sie aus der Schule kennen. Gut, dann machen wir einmal kurz Pause bis 7:45 und dann führen wir mit diesen Begriffen dann die Begriffe der Gradienten und der Hesse-Matrix ein, die einfach nur Zusammenfassung dieser Dinge sind. Gut, dann geht's 7:45 weiter. Gut, dann machen wir weiter. Haben sich noch Fragen ergeben? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir jetzt mit den partiellen Ableitungen einer multivariaten reellwertigen Funktion und den zweiten partiellen Ableitungen einer multivariaten reellwertigen Funktion die Dinge definiert, die die Grundlage für die Begriffe des Gradienten und der Hesse-Matrix bilden, die halt insbesondere Gradient natürlich im Gradientenverfahren natürlicherweise eine Rolle spielt. Das sagt ja irgendwie schon der Name. Der Gradient ist definiert als der Vektor der partiellen Ableitung einer Funktion f an einer Stelle x. Das haben wir hier einmal aufgeschrieben. Also wir gehen wieder aus von einer multivariaten reellwertigen Funktion, wie eben, und haben gesehen, dass wir dann die partiellen Ableitungen hinsichtlich jeder der Input-Komponenten, der Input-Koordinaten bilden können. Der Gradient, der wird mit diesem Nabla-Symbol bezeichnet. Sieht halt auch fancy aus. Von f an einer Stelle x ist definiert als der Vektor der partiellen Ableitung, jeweils ausgewertet an der Stelle x. Also, wenn Sie den Gradienten einer Funktion bestimmen wollen, dann müssen Sie zunächst einmal die partiellen Ableitungen berechnen und dann ist ein Gradient definiert an einer bestimmten Stelle im Input-Argument oder im Wertebereich der Funktion, im Definitionsbereich, Entschuldigung, nicht im Wertebereich, im Definitionsbereich der Funktion. Und an dem entsprechenden Punkt müssen Sie halt diese partiellen Ableitungen auswerten. Also zum Beispiel, wenn die erste partielle Ableitung 2x1 ist, dann schauen Sie sich an im Gradienten, wir sehen auch gleich ein Beispiel für den Wert des Gradienten an der Stelle 2, 1, dann ist ihre erste Komponente 2 und dann haben sie halt 2 mal 2 ist 4. Das sehen wir dann gleich. Was man sich da so ein bisschen klar machen muss, ist, dass ein Gradient allgemein jedem Wert im Definitionsbereich der Funktion, also jedem Vektor, der in die Funktion reingeht, auch einen Vektor zuordnet.
Also wir haben hier den Gradienten ausgewählt an einer Stelle betrachtet. Man kann das natürlich auch als Funktion sehen, also für beliebiges x, das man reintut. Und dann kommt halt für ein beliebiges n-dimensionales x, das man reintut, ein n-dimensionaler Vektor raus. Also wenn man den Gradienten als Abbildung auffasst, dann ist das halt eine multivariate vektorwertige Abbildung. Man tut einen Vektor rein und es kommt ein Vektor raus und insbesondere haben diese beiden Vektoren die gleiche Dimension. Und wenn man den Gradienten, vielleicht da noch den Bezug, wenn man eine univariate reellwertige Funktion hat, dann ist ja die einzige partielle Ableitung, die es gibt, die Ableitung nach dem Funktionsargument, das man sowieso hat. Da ist dann natürlich der Gradient einfach diese eine partielle Ableitung, was aber die normale Ableitung ist, also ist der Gradient einfach die Ableitung. Und ja, das es schadet nicht, sich das so zu merken, dass der Gradient letztlich in der ersten Ableitung bei einer Funktion entspricht, wenn diese Funktion multivariat ist. Also man kann es im Kopf immer haben, okay, Gradient ist letztlich erste Ableitung. Fertig. Was jetzt besonders ist an dem Gradienten und warum der im Gradientenverfahren benutzt wird, ist, dass die Richtung, die negative Richtung des Gradienten, also wenn man den Gradienten sich anschaut, wir schauen uns gleich Gradienten an, wenn man von dem in die entgegengesetzte Richtung geht, dass man dann die Richtung des steilsten Abstiegs der Funktion an diesem Punkt gefunden hat. Und das ist zunächst nicht ganz klar, warum das so ist. Und das versuchen wir dann in dem Folgenden auch noch zu begründen. Aber da sind wir noch nicht. Also liegt jetzt nicht erstmal so in der Definition einfach, dass der negative Gradient der steilste Abstieg ist. Das wird immer so ein bisschen impliziert oder einfach so behauptet. Aber das ist jetzt nicht einfach dadurch klar, dass man hier partielle Abbildungen bestimmt. Ja, gut. Aber schauen wir uns erstmal Beispiele an und da kommen wir dann später zu. Jetzt erstmal zu den Gradienten selbst. Wir hatten ja die Funktion in Beispiel 1 betrachtet. Das war ja x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Da haben wir die partiellen Ableitungen berechnet. Das waren 2x1 und 2x2. Der Gradient dieser Funktion ist jetzt der Vektor dieser partiellen Ableitung, also der Vektor 2x1, 2x2. Also die erste partielle Ableitung und die zweite partielle Ableitung untereinander geschrieben. Die partiellen Ableitungen dieser zweiten Funktion waren 2x1 plus x2, x1 plus Wurzel x3 und x2 durch 2 Wurzel x3. Wenn man die drei untereinander schreibt, hat man den Gradienten dieser Funktion. Und jetzt stehen ja das hängt ja dann von dem Wert x hier ab. Also wenn ein anderer Wert da reingetan wird, kommt halt ein anderer Gradient raus, hängt halt davon ab, was die Werte von x1 und x2 sind, genau wie es hier davon abhängt, was die Werte von x1, x2 und x3 sind. Hier ist dann mal das, und das ist tatsächlich recht wichtig, dass man sich das so klar macht, dann bleibt das alles nicht so mystisch mit den Gradienten. Gradienten sind halt letztlich Richtung im Input-Raum einer Funktion oder im Definitionsbereich einer Funktion. Wenn wir uns diese Funktion x1 Quadrat plus x2 Quadrat anschauen und ihren Gradienten an diesen drei Stellen 07, 07, minus 03, 01, minus 05, minus 04 und 01, minus 10, bedeutet das ja, wir schauen uns die Vektoren an, zweimal 07, zweimal 07, zweimal minus 03, zweimal 01, zweimal minus 05, zweimal minus 04, zweimal 01, zweimal minus 1. Das Grün hier und das Grün passen nicht so richtig gut zusammen. Das sind also Vektoren und die geben Richtung in dem Definitionsbereich dieser Funktion an. Und der Definitionsbereich dieser Funktion sind ja die zweidimensionalen Vektoren. Schauen wir erstmal auf 07, 07. Das ist dieser Vektor, also dieser Punkt hier. Und
was jetzt hier als Pfeil gezeigt wird, ist dazu addiert 1,4,1,4. Das ist diese Richtung. Hier sind wir bei minus 0,3 und 0,1. Diese Richtung zeigt dann entsprechend minus 0,6, also weiter in negative Richtung in x1-Komponente und ein bisschen hoch, also 0,2 hoch. Das ist zu minus 0,5 und minus 0,4, also auch wieder das Doppelte, und dann in beides in negative Richtung und das ist zu 0,1 und minus 1,0, also entsprechend weiter minus 2 in diese Richtung. Was man da so ein bisschen den Eindruck gewinnt, das zeigt ja das Profil dieser Funktion, die wir ja auch hier gesehen haben. Das ist ja sozusagen nicht siebförmige, aber doch, Sie könnten schon an so einen Küchensieb vielleicht denken, wobei das ein Küchensieb, glaube ich, ein bisschen runder ist. Das ist natürlich nicht so, ist ja eher eine Kugel und nicht eine Parabel. Das hier ist natürlich, das sieht man ja nun, das Minimum dieser Funktion ist halt bei 0, 0. Und man sieht hier schon so ein bisschen, dass die Gradienten gerade wegzeigen von 0, 0, sodass, wenn man jetzt hier ist und in die negative Richtung gehen würde, schon auf dieses 0, 0 zuläuft. Genauso hier würde man dahin laufen und hier würde man dahin laufen und da würde man dahin laufen. Dass das immer so stimmt und so weiter, das ist natürlich jetzt hier ein Beispiel, das sieht man daran nicht. Aber man gewinnt schon so den Eindruck. Genau. Gibt es dazu Fragen? Okay, das sind erstmal Gradienten. Und Gradienten sind halt das entscheidende Ding für das Gradientenverfahren, um so ein bisschen mehr da noch zu verstehen und natürlich dann auch in wirklicher, also nicht nur so Einführung zur nichtlinearen Optimierung, sondern dann in wirklicher nichtlinearen Optimierung die Algorithmen zu verstehen und so weiter, braucht es auch noch so eine Analogie zur zweiten Ableitung. Der Gradient ist ja so die Analogie zur ersten Ableitung. Die Analogie zur zweiten Ableitung bei multivariaten reellwertigen Funktionen ist die sogenannte Hesse-Matrix. Die ist erstmal sehr ähnlich gestaltet. Da habe ich wieder aufs zweite Partial hier verzichtet. Die ist erstmal sehr ähnlich gestaltet zu dem, wie der Gradient gestaltet ist. Nämlich, es werden einfach die zweiten partiellen Ableitungen irgendwie zusammengefasst. Und das Einzige, was man sich da so ein bisschen merken muss immer und was man immer leicht wieder vergisst, ist, wie orientiert die Sachen sind. Es ist halt so, dass die erste partielle Ableitung spaltenweise sich ändert und die zweite partielle Ableitung sich zeilenweise ändert. Also man hat ja n mal n zweite partielle Ableitung, also man kann zu jeder ersten partiellen Ableitung noch n zweite partielle Ableitung bilden. Natürlich sind die partiellen Ableitungen die erst nach der einen Komponente und dann nach der anderen oder andersrum sind, die sind gleich, sodass diese Matrizen natürlich dann auch immer symmetrisch sind. Die Anordnung ist dann so, meinetwegen machen wir es spaltenweise. Hier haben wir immer die erste partielle Ableitung nach x1 und dann zeilenweise die zweite partielle Ableitung nach den anderen Möglichkeiten, also x1, x2 und so weiter bis xn. In der zweiten Spalte haben wir zuerst die erste Ableitung nach x2 und dann zeilenweise die zweite partielle Ableitung nach x1, x2 bis xn und in der letzten Spalte haben wir die erste partielle Ableitung nach xn und dann zeilenweise die zweiten partiellen Ableitung nach x1, x2 bis xn. Und natürlich ist die
zum Beispiel dieses hier, die nach dem Satz von Schwarz, die erst nach xn abgeleitet und dann nach x2 ist das gleiche wie erst nach x2 abgeleitet und dann nach xn. Also diese Matrix ist symmetrisch. Und das ist hier nochmal festgehalten, weil es egal ist, ob man erst nach j und dann nach i oder erst nach j und dann nach i oder erst nach i und dann nach j ableitet, gilt, dass die transponierte Hesse-Matrix das gleiche ist wie die nicht transponierte Hesse-Matrix. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass die Hesse-Matrix definiert ist, nicht definiert wird, sondern bezeichnet wird mit diesem Nabla-Quadrat-Ding. Also so ein bisschen zweite Ableitung, wenn der Gradient dieses Nabla-Ding ist, dass dann, also dieses umgekehrte Dreieck, dass dann die zweite Ableitung mit einem Quadrat da bezeichnet wird. Letztlich dann gilt dann, was hier steht, die Hesse-Matrix fasst die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung von F in einer Matrix zusammen. Und das ist tatsächlich eine multivariate matrixwertige Abbildung. Zu jedem Punkt X bekommen Sie jetzt eine Matrix zurück. X ist immer ein n-dimensionaler Vektor und Sie bekommen eine Matrix zurück, also eine n mal n-Matrix. Wenn wir bei univariaten reellwertigen Funktionen sind, dann entspricht die Hesse-Matrix einfach der zweiten Ableitung. Da können Sie ja nur einmal nach x ableiten und dann nochmal nach x ableiten. Und das nennt sich zweite Ableitung, wie Sie aus der Schule wissen. Und ja, also entsprechend kann man, wenn man beim Gradienten erstmal so grob im Kopf hat, okay, ist sowas wie erste Ableitung, dann kann man bei Hesse-Matrix im Kopf haben, okay, ist sowas wie zweite Ableitung. Ist allerdings eine Matrix und Gradient ist ein Vektor. Beispiele haben wir hier nochmal zusammengefasst. Das sind die Beispiele von oben. Man muss natürlich die partiellen Ableitungen erstmal berechnet haben, entweder analytisch oder dann in Anwendung natürlich auch oft numerisch. Und das haben wir aber schon gemacht. Und wenn wir die jetzt einfach in eine Matrix schreiben, dann bekommen wir bei der ersten Funktion, also der Funktion x1 Quadrat plus x2 Quadrat, die Matrix 2, 0, 0, 2. Und bei der anderen Funktion bekommen wir halt eine 3x3 Matrix, weil wir einen dreidimensionalen Input-Vektor haben und bekommen dann diese 3x3 Matrix, bei der man auch sieht, also hier sieht man natürlich auch, dass sie symmetrisch ist, aber hier sieht man es dann auch nochmal, wenn sie die transponieren, sind sie wieder genau da. Was natürlich daran liegt, dass zum Beispiel die Ableitung nach erst nach x2 und dann nach x3 das gleiche ist wie erst nach x3 und dann nach x2. Genau, man kann, und das, da geht es jetzt aber auch schon so ein bisschen weiter in die Details, man braucht, wenn man jetzt dann vernünftig die nichtlineare Optimierung einführen will, noch den Begriff der glatten Funktion. Glatte Funktion oder Funktionen heißen glatt oder smooth auf Englisch, wenn man überall einen Gradienten und eine Hesse-Matrix berechnen kann und diese Gradienten und Hesse-Matrizen stetig sind, also keine als Funktionen aufgefasst, also keine Sprünge haben. Man kann auch einfach sagen, das sind Dinge, bei denen man alles immer berechnen kann und nirgendwo auf nicht definierte Dinge kommt. Das ist, glaube ich, für unsere Zwecke komplett ausreichend, weil Stetigkeit führen wir zwar jetzt im Vorkurs ein, aber es ist dann doch ein tieferes Konzept, bei dem man sehr viel in Folgen erstmal denken muss und auch so ein bisschen in Topologie. Und wenn man weiß, dass eine stetige Funktion ist, eine Funktion, die keine Sprünge hat, dann ist das auch schon ziemlich gut. Gut, das waren erstmal so ja, die Hauptbegriffe. Also Gradient ist so der Hauptbegriff und der Gradient als Vektor der partiellen Ableitung. Und da muss man dann halt wissen, dass eine partielle Ableitung einfach die Ableitung einer multivariaten reellwertigen Funktion ist hinsichtlich einer Koordinate, wenn man alle anderen konstant lässt. Wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen will und wenn man insbesondere wissen möchte, warum ist die negative der negative Gradient die Richtung des steilsten Abstiegs, kann man ein bisschen tiefer gehen. Und das sind, und auch, tatsächlich, glaube ich, braucht man diese Sachen auch, wenn man wissen will, warum
diese notwendigen Bedingungen für minimal dann funktionieren, also wenn man das begründen will. Und dann ist es halt so wie in Mathe immer, man begründet das eine mit etwas anderem und dann ist die Frage, wie begründet sich das andere? Und da hört es dann auch manchmal auf. Und das ist sozusagen an dieser Stelle, wo es aufhört. Also wir führen gleich die notwendigen Bedingungen, erste Ordnung, zweite Ordnung, hinreichende Bedingungen und dann auch, warum der Gradient in die negative Gradientenrichtung, die steilste Abstieg ist, das führen wir zurück auf diese Mittelwertsätze. Die müsste man dann beweisen, tun wir aber nicht. Beweise findet man aber natürlich in der Literatur dafür. Das ist alles orientiert an Nozedal und Wright von 2006, ziemlich gutes Buch über nichtlineare Optimierung. Die nennen diese Sachen Taylors Theorem, das trifft es meines Erachtens aber nicht ganz, weil das Mittelwertsätze sind, weil Taylor Theoreme immer Aussagen über Restglieder sind, also wenn man was linear approximiert oder in erster, zweiter Ordnung und so weiter, was dann mit dem Fehler passiert. Das sind jetzt Aussagen, das ist jetzt, wird dann so ein bisschen spezieller, ist nicht klausurrelevant, aber wenn man da verstehen will, dann kann man die Sachen halt hierauf zurückführen. Das sind zwei Aussagen, multivariater Mittelwert erster Ordnung und multivariater Mittelwert zweiter Ordnung. Das sind Existenzaussagen für Werte t in einem offenen Intervall zwischen 0 und 1 folgender Form. Wenn wir eine glatte, multivariate, reellwertige Funktion haben und einen Vektor p in r hoch n, dann können wir uns natürlich die Funktion f an der Stelle x plus p anschauen. X ist ein n-dimensionaler Vektor, p ist ein n-dimensionaler Vektor. Das ist also zusammen ein n-dimensionaler Vektor. Und die Aussage dieses Mittelwertsatzes ist, der Wert der Funktion an der Stelle x plus p ist gleich dem Wert der Funktion an der Stelle fx plus dem Wert des Gradienten transponiert, ausgewertet an der Stelle x plus tp, wobei es nur gesagt wird, dass so ein solches t zwischen 0 und 1 existiert, mal p. Was das bedeutet, intuitiv schauen wir uns gleich an. Man kann das dann auch auf die zweite Ableitung, also die Hesse-Matrix, noch weiter generalisieren. Es existiert auch ein t zwischen 0 und 1, sodass man x plus p schreiben kann als fx plus der Gradient ausgewertet an der Stelle x transponiert mal p. Dieses p wählt man und die Aussage ist, dass es das t dann gibt, plus ein halb pt, die Hesse-Matrix evaluiert an der Stelle x plus tp mal p. Schauen wir uns gleich an, was da so grob intuitiv hintersteckt. Was man sich erstmal klar machen kann, ist, das sind ja die Funktionswerte dieser Funktion und das sind halt Skalare. Hier kommt halt der Vektor rein und es kommt Skalar raus. Hier kommt der Vektor rein, es kommt Skalar raus. Und hier hat man den Gradienten, das ist ein Vektor, den man transponiert und mit einem vorgegebenen p, einem Vektor, multipliziert. Also hier hat man eine 1 mal n-Matrix, die man mit einem n mal 1-Vektor multipliziert, bekommt also auch ein Skalar raus. Also das macht schon Sinn. Und genauso hier hat man eine, also das ist Skalar, das ist Skalar, das haben wir gerade da gesehen. Hier hat man eine n mal n Matrix, hier hat man 1 mal n Vektor, hier hat man n mal 1 Vektor. Man hat also so, wir hatten das ja auch in anderer Form mal gesehen, zum Beispiel bei der Definition von positiv definierten Matrizen, dieses XT, AX, wenn die Sachen n mal 1 und n mal n dimensional sind, dann kommen dann mal Skalare raus. Und genauso ist es dann hier, das ist 1 mal n. Das ist n mal n, das ist n mal 1, also das Ding ist wieder ein Skalar. Also es macht erstmal Sinn, sowas hinzuschreiben. Das war so alles, was man erstmal zur Differentialrechnung mitbringen muss, also im Wesentlichen oder aus der multivariaten Differentialrechnung mitbringen muss, also im Wesentlichen Gradienten und Hesse-Matrix.
Jetzt wollen wir dann erstmal sagen, was nichtlineare Optimierung allgemein sein soll, um dann zu sagen, inwieweit das Gradientenverfahren da angewendet werden kann. Das soll jetzt passieren. Erstmal wollen wir jetzt allgemein sagen, was es heißen soll, ein Optimierungsproblem zu lösen. Und das ist jetzt, da gehen wir wieder dann zu dem, was Sie in der Schule gelernt haben, Kurvendiskussion. Es geht bei Optimierung um das Bestimmen von Extremstellen, also von Minima und Maxima. Man schreibt das allgemein so, man hat eine Funktion, die die multivariat reellwertig ist. Und die Aufgabe ist, das Minimum dieser Funktion über die Xs zu finden. Also wo liegt das Minimum? Und der Wert, den diese Funktion an diesem Punkt annimmt, den bezeichnet man dann auch als min fx über alle x. Weil das Minimum einer Die Frage ist, warum, die Grundfrage, die dahinter steht, ist jetzt, warum befasst man sich in der nichtlinearen Optimierung immer nur mit Minimierung? Wenn man etwas maximieren will, dann kann man, so ist der Satz, wenn man eine Funktion maximieren will, dann kann man äquivalent dazu die negative Version dieser Funktion minimieren. Das ist, warum Sie viel in Publikationen dann immer lesen, wenn die Leute sagen, sie machen Maximum Likelihood, dann schreiben die immer, we minimize the negative log likelihood Funktion. Also wenn Sie vor eine Funktion Minuszeichen schreiben, denken Sie an x Quadrat. Wenn Sie dann Minuszeichen vorschreiben, dann haben Sie nicht die Parabel, die nach oben offen ist, sondern Sie haben eine Parabel, die nach unten offen ist und die ihr Maximum dann an der Stelle hat, wo x Quadrat ihr Minimum hat, nämlich bei 0. So dass man sich wenn man das dann, man da irgendwie, wenn es darum geht, jetzt irgendwie zu maximieren oder zu minimieren, man kann sich darauf beschränken, Methoden zu finden, die Funktion minimieren, weil wenn Sie irgendwas maximieren wollen, dann schreiben Sie einfach ein Minuszeichen vor diese Funktion und dann können Sie die minimieren. Und wenn Sie diese negative Funktion minimiert haben, dann haben Sie die Funktion, die ursprüngliche Funktion maximiert. Das ist erstmal der Grund, warum man sich nur um Minimierung kümmert in der Optimierung, obwohl man natürlich auch Funktionen maximieren will, zum Beispiel die Log-Likelihood-Funktion. Weiterhin muss man dann irgendwie sagen, was denn jetzt das irgendwie sein soll. Und da geht es dann erstmal um die Begriffe der Minimalstellen. Und der Unterschied zwischen globalen und lokalen Maxima. Das ist ja sehr intuitiv. Also man kann sich irgendwie vorstellen, dass eine Funktion über ihren ganzen Definitionsbereich nur ein Minimum hat oder dass sie halt unterschiedliche Minima hat. Also hier ein Minimum, da ein Minimum, aber nur eins davon ist wirklich der tiefste Tiefpunkt von Rudi Völler. Oft gibt es noch immer einen tieferen Tiefpunkt, aber der tiefste aller tiefen Tiefpunkte, das ist halt das globale Minimum. Das ist wie folgt definiert: x Sternchen in der Definitionsmenge heißt globale Minimalstelle von f, wenn der Wert von f x Sternchen kleiner oder gleich fx ist für alle x. Dann ist das globale Minimum. Wenn das nur für eine Umgebung von x-Sternchen gilt, wobei man sich Umgebung einfach wirklich unter dem Begriff Umgebung im Definitionsbereich vorstellen kann, das kann man formalisieren, aber das muss man auch nicht. Sind halt bis zum bestimmten Punkt geht halt eine Umgebung. Wie groß die ist, muss man sich halt überlegen. Aber wenn das nur in einer Umgebung von x Sternchen gilt, dann heißt etwas lokale Minimalstelle.
Wir haben hier zugelassen, dass die Funktion auch konstant ist, also dass das Minimum angenommen wird, aber das wird für viele x's angenommen, also es kann kleiner gleich sein. Wenn Sie an x Quadrat denken, da hat man halt ein striktes lokales und auch ein globales, ein striktes Minimum. Da ist der Wert an der Minimalstelle echt kleiner als alle anderen Werte von fx. Das sind also die erstmal so die Sprachregelung zu Minimalstellen. Gleichzeitig heißen die Werte, an denen die Werte der Funktion an diesen Minimalstellen entsprechend das globale Minimum, das lokale Minimum oder ein striktes lokales Minimum. Also man muss sich immer, das ist ja generell so bei analytischer Optimierung, man muss sich immer klar machen, einerseits gibt es den Punkt, an dem die Funktion ihr Minimum annimmt. Das sind die Minimalstellen oder die Minimierer. Das könnte ich hier auch nochmal umbenennen, weil wir haben ja nicht globaler Minimierer geschrieben, sondern Minimalstelle. Andererseits gibt es die Minima, das sind die Werte der Funktion. Und das ist halt so, wenn man über Funktionen nachdenkt, da gibt es halt immer zwei Sachen. Da gibt es die Input-Argumente und dann gibt es den Wert, den die Funktion annimmt. Und der Begriff der Minimalstelle oder des Minimierers bezieht sich halt auf die Input-Seite und der Begriff des Minimums bezieht sich auf die Output-Seite, also auf die Funktionswerte. Da muss man nur erstmal sprachlich unterscheiden. Und dann gibt es in der nichtlinearen Optimierung, genauso wie in der analytischen Optimierung, die Sie aus der Schule kennen, notwendige und hinreichende Bedingungen für Minima. Und die sind auch sehr ähnlich zu denen, die Sie kennen aus der Schule. Und sie sehen nur ein bisschen anders aus, weil wir jetzt multivariate, reellwertige Funktionen betrachten. Schauen wir uns die an. Es sind letztlich diese drei Dinge. Die notwendige Bedingung erster Ordnung für Minimum ist folgende. Wenn x Sternchen eine lokale Minimalstelle von f ist, dann ist der Gradient an dieser Stelle gleich dem n-dimensionalen Nullvektor. Das ist nichts anderes als die Aussage, an der Minimumstelle einer Funktion ist die erste Ableitung gleich 0. Analog zur ersten Ableitung haben wir jetzt den Gradienten und analog zu 0 haben wir jetzt den Nullvektor. Also die notwendige Bedingung erster Ordnung für das Minimum einer multivariaten reellwertigen Funktion ist, erste Ableitung ist gleich 0. Also wenn an einer Stelle ein Minimum vorliegt, dann ist die erste Ableitung an der Stelle gleich 0. Und das haben wir auch im Bereich analytische Optimierung im Vorkurs nochmal ausdiskutiert und begründet, warum das auch intuitiv Sinn macht. Die notwendige Bedingung zweiter Ordnung ist das kennen Sie vielleicht aus der Schule nicht, da kennen Sie dann immer gleich die hinreichende Bedingung. Die notwendige Bedingung zweiter Ordnung ist, wenn wir eine lokale Minimalstelle von f haben, dann ist der Gradient an der Stelle gleich 0 und die Hesse-Matrix ist positiv semidefinit. Das ist analog zu der Aussage, wenn x Sternchen eine lokale Minimalstelle einer univariaten reellen Funktion ist, dann ist die erste Ableitung an der Stelle gleich 0 und die zweite Ableitung ist positiv. Das war ja dann immer so, man guckt auf die zweite Ableitung und wenn die größer 0 ist, dann hat man Minimum und wenn die kleiner 0 ist, dann hat man Maximum. Da war immer diese Umkehrung. Und schließlich die hinreichende Bedingung, wenn man eine Stelle findet, an der der Gradient gleich dem Nullvektor ist und die Hesse-Matrix positiv definit ist, dann hat man eine strikte Minimalstelle von f gefunden.
Das ist dann wieder analog zu dem, was Sie auch aus der Schule kennen. Man guckt halt, man hat dann so Kandidaten und Werte, die man aus der ersten Ableitung berechnet hat und schaut, was ist mit diesen Werten für die zweite Ableitung. Und wenn, wie ich eben auch schon gesagt habe, wenn die größer als 0 ist, ist es halt ein Minimum. Wenn die kleiner als 0 ist, ist es ein Maximum. Hier, wenn man genau hinschaut, in der notwendigen Bedingung kommt raus, dass sie positiv semidefinit ist. Also wenn das ist, um jetzt hinreichende Bedingungen zu haben, muss diese Matrix positiv definit sein. Das heißt, diese Aussagen zu notwendigen und hinreichenden Bedingungen für Minimalstellen und Minima von multivariaten reell-wertigen Funktionen sind komplett analog zu dem, was Sie aus der analytischen Optimierung seit der Schulzeit kennen. Schauen wir mal, ob wir noch konvexe Funktionen überhaupt brauchen. Na gut, wir schauen uns die ganze Zeit eine konvexe Funktion an, aber die sparen wir uns dann nochmal. Konvexe Funktionen sind halt, die meisten Funktionen, um die es dann immer geht, sind konvexe Funktionen, bei denen lokale Minimalstellen auch immer globale Minimalstellen sind. Das heißt, man hat so dieses Problem, aber ich finde doch nur mit dem Algorithmus, finde ich doch nur lokale Minimalstellen. Was ist denn mit globalen Minima? Das betrachtet man oft nicht. Und wenn man das betrachten möchte, dann muss man natürlich andere Dinge noch in Erwägung ziehen. Aber wir streichen diese Folie mal, da gab es sowieso auch keine Selbstkontrollfrage zu, weil wir da eh nicht viel drüber reden, jetzt bei logistischer Regression und neuronalen Netzen. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst und ich glaube, das ist auch die Tiefe, in der wir da sinnvollerweise jetzt einsteigen, weil ich mit meinem Mittelwertsatz da schon so rumgeeiert habe. Die Beweise sparen wir uns dann, die sind dann für das Buch. Ich glaube, es ist ziemlich gut nachvollziehbar, wenn man das einfach auf die Schulmathematik zurückführt an dieser Stelle. Also allgemein geht es darum, ein Minimum einer Funktion zu bestimmen. Das Besondere, was Sie jetzt ja hier gelernt haben, ist, dass das multivariate, reellwertige Funktionen sind. Das Minimum einer Funktion ist das gleiche wie das Maximum des Negativen dieser Funktion. Deshalb, wenn man jetzt irgendwie was maximieren will, kann man halt das Negative minimieren. Das einmal dazu. Eine lokale Minimalstelle, wo ich diese Notation noch gar nicht eingeführt habe, aber die führen wir jetzt hier ein. Eine lokale Minimalstelle ist dadurch gekennzeichnet, dass der Wert der Funktion kleiner gleich fx, also der Wert an der Stelle dieser lokalen Minimalstelle, kleiner als der Wert der Funktion für alle x's in der Umgebung von x-Sternchen ist. Das Argmin deutet nochmal diese Unterscheidung zwischen dem Begriff der Minimalstelle und des Minimums an. Also das ist hier ein Wert der Funktion und eine Aufgabe, diese Funktion zu minimieren. Das ist der Wert, an der diese Stelle angenommen wird, also das Argument, das an der das Minimum der Funktion angenommen wird. Also x ist eine lokale Minimalstelle, heißt das Ding hier nur, oder ist eine Minimalstelle, besser gesagt, ist eine Minimalstelle von fx. Und dann gibt es halt diese notwendigen Bedingungen erster und zweiter Ordnung und die hinreichende Bedingung zweiter Ordnung. Wenn x eine Minimalstelle ist, dann ist der Gradient gleich 0. Wenn x eine Minimalstelle ist, dann ist der Gradient gleich 0 und die Hesse-Matrix positiv semidefinit. Oder andersrum, bei der hinreichenden Bedingung, wenn der Gradient gleich 0 ist, da fehlt ein 0n, und die Hesse-Matrix positiv definiert ist, dann ist x ein Minimum der Funktion. Letztlich bedeutet das alles nur, dass
die gleichen Dinge, die Sie aus der Schule zur Minimierung univariater reellwertiger Funktionen kennen, auch für multivariate reellwertige Funktionen zutreffen. Aber natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass die erste Ableitung durch den Gradienten ersetzt wird und die zweite Ableitung durch die Hesse-Matrix. Das ist so die Hauptaussage des Ganzen. Und genauso wie bei ersten Ableitungen und zweiten Ableitungen in der Schule muss man diese ersten und zweiten Ableitungen bei multivariaten reellwertigen Funktionen irgendwie bestimmen, damit man damit arbeiten kann. Also wenn man jetzt das Minimum finden will, da war ja nicht das in der Schule die Hauptarbeit war ja dann immer die Ableitung zu finden. So, und dann muss man natürlich die Ableitung noch gleich null setzen und umstellen. Aber das Hauptproblem war immer die Ableitung zu finden. Und so in gewisser Weise ist es bei den multivariaten reellwertigen Funktionen auch. Und auch wenn man dann Verfahren der Optimierung, die dann auch die Ableitung benutzen, nutzen möchte, dann muss man halt irgendwie diese Ableitung erstmal bestimmen. Gut, ich denke, diese Folie ist so das Entscheidende für diese Grundlagen der nichtlinearen Optimierung. Die Beweise haben wir jetzt weggelassen, aber die können Sie sich natürlich anschauen. Aber letztlich hat es halt mit dem Beweis dieser Sache zu tun, den ich nicht so wirklich hinbekomme. Gut, jetzt haben wir alles, um tatsächlich jetzt das Gradientenverfahren zu diskutieren. Und das würden wir dann nach einer weiteren Pause machen. Erstmal die Frage, ob es noch Fragen gibt. Ich hätte nochmal eine Frage zur Unterscheidung zwischen Minimalstelle und Minimum. Also die Minimalstelle ist Nee. ein Punkt. Genau, das ist ein guter. Achso, sorry, nee, alles gut. Entschuldigung, ich habe es hier unterbrochen, das war mein Fehler. Genau, also Unterscheidung zwischen Minimalstelle und Minimierung. Genau. Also, Minimalstelle ist der Punkt, an dem das Minimum angenommen wird. Und das Minimum ist ein Wert der Funktion. Also, wenn wir uns das hier anschauen, die Minimalstelle dieser Funktion ist, also der Punkt im Definitionsbereich, an dem die Funktion ihren kleinsten Wert annimmt, ist 0, 0. Also das hier gibt es leider keine Achsenbezeichnung, aber hier ist dieser Punkt, ich kann es leider nicht drehen, also es wäre so ein bisschen netter, wenn ich das hier drehen könnte. Aber das ist halt so eine Schüssel halt einfach. Minimalstelle ist der Punkt im Definitionsbereich, also der Vektor im Definitionsbereich, an der das Minimum angenommen wird. Also in diesem Fall der Vektor 0, 0. Und das Minimum ist der Wert der Funktion an dieser Minimalstelle. Der ist jetzt hier auch 0. Aber wenn die Funktion jetzt meinetwegen x Quadrat plus x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus 3 wäre, dann wäre das Minimum dieser Funktion ja immer noch an der Stelle 0, 0. Also die Minimalstelle oder der Minimierer war immer noch 0, 0. Und das und der Funktionswert, also das Minimum der Funktion wäre aber 3, weil das ist halt der kleinste Wert, den die Funktion annehmen kann. Und das Entscheidende bei der Sache ist, dass man an diesen, es kommt ein bisschen darauf an, aber an den tatsächlichen Minimumswerten der Funktion, also den Minima, oft gar nicht so interessiert ist, sondern man ist immer daran interessiert, an welcher Stelle so ein Minimum angenommen wird, weil das sind ja dann die Parameter, die eine bestimmte Funktion minimieren. Und man ist ja an den Parametern meist interessiert und nicht so sehr an dem Wert, den diese Loss-Funktion dann annimmt. Natürlich, wenn, also es kommt drauf an, manchmal sind diese Loss-Funktionen auch interessant, gerade bei Likelihood-Funktionen, dann kann man da natürlich noch andere Dinge mitmachen. Aber ja, nur dass man die beiden Dinge so ein bisschen differenziert. Also das eine ist sozusagen der X-Wert, an dem das Minimum ist, und das andere ist der f von x Wert, den die Funktion an diesem Minimum, an dieser Minimumstelle annimmt. Ja? Also kann man praktisch auch sagen, dass die Minimalstelle ein Vektor ist und das Minimum ist aber eine Zahl. Genau, so kann man es sagen. Trifft auf alle multivariaten reellwertigen Funktionen zu, bis auf die multivariate reellwertige Funktion
wo der Input auch ein eindimensionaler Vektor ist, also eine univariate Reellwertefunktion, das sind natürlich beides Zahlen. So. Aber so ansonsten haben Sie völlig recht. Und das ist auch das Entscheidende, was Sie gesagt haben. Was ich jetzt gesagt habe, war der unwichtige Spezialfall. Okay, danke. Gut, andere Fragen? Okay, dann haben wir jetzt zumindest die Begrifflichkeiten für das Gradientenverfahren und schauen uns das dann ab 20 nach 9 einmal an. Gut, dann machen wir noch mal weiter und haben jetzt so das minimale Rüstzeug, glaube ich, was es braucht, um so einen Eindruck vom Gradientenverfahren zu bekommen. Ich habe noch mal gerade kurz drüber nachgedacht hinsichtlich psychotherapeutischer Anwendung. Wo ist denn da die Bedeutung? Naja, wir werden es natürlich sehen zum Lernen von Parametern im Bereich der prädiktiven Modellierung. Man kann das aber auch anders motivieren. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben so eine bestimmte Art Psychotherapie zu machen, also irgendwie ein Therapieverfahren. Und wir gehen mal davon aus, dass das Outcome, also wie gut es der Patientin, dem Patienten am Ende geht, deterministisch davon abhängt, wie nun ihre Therapieparameter sind. Und dann ist natürlich die Frage, was sind ihre Therapieparameter? Das können dann Sachen sein wie zum Beispiel die Länge der einzelnen Sessions, die Länge der Gesamttherapie, die Anteile, wie viel sie über Vergangenes reden, also Kindheit, oder wie sie über aktuelle Probleme reden. Inwieweit sie sich auf Testverfahren, psychodiagnostische Testverfahren und so weiter berufen oder auch nicht. Wenn Sie mich da fragen würden oder irgendjemand, der sich mit Optimierung beschäftigt hat, ja, ich habe jetzt irgendwie dieses Therapieverfahren, das hilft auch ganz okay, aber wie kann ich es denn besser machen, wenn man das möchte? Dann wäre die rationale Herangehensweise unter dieser Annahme, dass es tatsächlich davon abhängig ist, wie die Parameter ihres Therapieverfahrens sind, dann wäre die rationale Herangehensweise nun ja, maximieren Sie doch die Patienten, Zufriedenheit, will ich nicht sagen, sondern die Patientenerfolgsfunktion. Also schauen Sie, inwieweit, also finden Sie die Funktion, inwieweit das Outcome der Therapie, also inwieweit dann eine Besserung eingetreten ist, abhängig ist von ihren Therapieparametern. Also da hat man dann relativ wenig, vermutlich erstmal wenig andere Chancen, als anzunehmen, dass das irgendwie sich aus der Summe der Therapieparameter ergibt, vielleicht dann gewichtet, wenn Sie gute Gründe haben zu glauben, dass es entscheidender ist, worüber geredet wird, als wie lange geredet wird, zum Beispiel, dass sie dann solche was stärker wichten, so eine Funktion aufzustellen und dann zu überlegen, okay, wenn sie jetzt an der Stelle gerade mit diesen Parametern ihre Therapie durchführen, wie können sie dann noch besser werden? Naja, sie können die negative Patienten-Outcome-Funktion minimieren und zur Minimierung können Sie das Gradientenverfahren einsetzen. Das Ganze soll heißen, man kann sowas natürlich zur Optimierung beliebiger Dinge einsetzen, zum Beispiel auch der Optimierung von Therapieverfahren. Und die Aufgabe ist natürlich dann, und das Problem ist, dieses Anwendungsszenario zu übersetzen in das entsprechende mathematische Modell. Das ist dann so das Hauptproblem und da natürlich auch dann die Frage, ob man das dann alles so glaubt. Aber das fiel mir jetzt eben noch mal kurz ein zur Anwendung des Gradientenverfahrens in der
Psychotherapie unabhängig von logistischer Regression und neuronalen Netzen. De facto macht man ja eher sowas wie so eine Random Search. Also man wird jetzt nicht systematisch Therapieparameter verändern, sondern man sagt, Verhaltenstherapie ist doof, wir machen psychoanalytische Therapie. Wobei man ja dann, man kann natürlich da auch schauen, wo da die Bezüge sind, inwieweit da einzelne Dimensionen verändert werden, aber man macht ja eher so, man springt so ein bisschen hin und her zwischen verschiedenen Dingen. Und das sind dann die unterschiedlichen Therapieschulen. Nun gut, das so ein paar vielleicht einordnende, vielleicht auch eher spekulative Gedanken. Kommen wir jetzt zum Gradientenverfahren, wie es in der Optimierung dann tatsächlich aussieht. Allgemein sind so Optimierungsalgorithmen nicht so furchtbar schwer zu verstehen. Die fangen halt immer irgendwo an. Es geht ja darum, eine Funktion zu minimieren und das ist halt die Funktionswerte sind ja abhängig von den Argumenten der Funktion, von den Eingangswerten. Das war jetzt gerade die Therapieparameter, von denen ich geredet hatte. Sie fangen also mit irgendwelchen Eingangswerten an, x0, das muss man immer, man muss halt immer irgendwo anfangen. Und dann ändert man schrittweise diesen Wert, den man in die Funktion reingibt, und macht das so lange, bis man eine Minimalstelle gefunden hat. Woher weiß man das? Naja, ob man eine gefunden hat oder nicht, das weiß man, indem man sich den Gradienten und die Hessen-Matrix anschaut, weil an der Minimalstelle die halt bestimmte Eigenschaften haben. Oder wenn halt einfach nichts mehr passiert, was dann ein Zeichen dafür ist, dass die Funktion insensitiv zu den Input-Argumenten ist. Die Frage ist halt, wie findet man den nächsten Schritt? Und das typische Ding ist, also wie findet man das, wenn man bei 0 anfängt, wie findet man x1? Das ist jetzt nicht die Komponente x1, sondern das ist die nächste Iteration. Also das ist hier ein n-dimensionaler Vektor. Xk plus 1 ist dann, wenn k gleich 0 ist, x1, das ist dann auch wieder ein n-dimensionaler Vektor. Wie findet man x1 generell? Meist dann darüber, wie die Funktion f an der vorherigen Stelle war. Und ja, nochmal auf dieses Therapieoptimierungsbeispiel. Also Sie fangen an mit Therapieparametern und dann ändern Sie was irgendwie basierend darauf, wie gut es denn jetzt schon war. Und irgendwann wird es dann auch nicht mehr besser. Das ist so das Allgemeine. Also es gibt viele Optimierungsalgorithmen. Die müssen auch nicht alle gradientenbasiert sein. Also wenn Sie mal irgendwie in Ihrer Bachelorarbeit oder sowas mit Optimierung gemacht haben, das passiert recht schnell, wenn man irgendwie was so in allgemeine Psychologie oder so, dass man dann so F-min-Search in MATLAB benutzt oder so. Und dann ist man so bei Nelda-Mead Optimierung ziemlich schnell. Da, es gibt auch gradientenfreie Verfahren. Tatsächlich, wenn, aber ist ja gerade der Witz bei neuronalen Netzen, dass man Gradientenverfahren nutzt. Gradientenverfahren selbst haben dann auch diese Struktur, sehen dann aber ein bisschen spezieller aus. Und das ist jetzt erstmal die allgemeine Definition eines Gradientenverfahrens. Wir schauen uns dann die Implementation auch an und eine Visualisierung. Und dann schauen wir zu guter Letzt an, warum das nun vielleicht eine gute Idee ist. Das Gradientenverfahren ist wie folgt definiert. Wir gehen aus von einer multivariaten reellwertigen Funktion, die wir minimieren wollen. Das werden dann die Loss Functions sein bei logistischer Regression und neuronalen Netzen. Könnte auch die Funktion sein, als Funktion der Therapieparameter. Die negative, weil sie wollen natürlich die Patienten-Outcome maximieren, deshalb das Negative minimieren. Dann hat das Gradientenverfahren zur Minimierung dieser Funktion die folgende allgemeine Form. Man wählt erst einen Startpunkt, man fängt halt irgendwo an
Da gibt es dann auch verschiedene Verfahren, wie man den Startpunkt wählt. Zum Beispiel bei neuronalen Netzen ist es so, dass man zufällig aus der Definitionsmenge der Funktion erstmal was zieht. Aber da gibt es, das sind so sehr anwendungsorientierte Sachen, da gibt es dann aus der Theorie erstmal keine klaren Vorgaben. Man wählt eine Lernrate. Was die Bedeutung ist, sehen wir dann gleich. Das ist eine Zahl größer als 0 und ein Konvergenzkriterium, das ist auch eine Zahl größer als 0. Die Lernrate, so ein bisschen wie der Name sagt, bestimmt, wie schnell da gelernt wird. Das Konvergenzkriterium sagt im Wesentlichen, wann Schluss ist. Und dann geht man wie folgt vor, schrittweise, also tatsächlich in der Implementation, dann in einem For Loop. Man berechnet das erste Update, also k plus 1, aus xk minus dem Gradienten der Funktion an der Stelle xk. xk haben wir schon, den Gradienten an der, die Funktion wissen wir auch, xk haben wir auch immer, weil das ist ja für xk plus 1. Wenn wir den Gradienten haben natürlich und den wird xk haben auf jeden Fall. Minus den Gradienten und wie weit oder wie stark wir in diese negative Gradientenrichtung gehen, das skaliert halt dieser Alpha-Parameter. Also wenn der groß ist, dann gehen wir sehr weit in die Richtung des Gradienten. Und wenn der sehr klein ist, dann gehen wir nur einen ganz kleinen Schritt in die Richtung des negativen Gradienten. Und das machen wir eine ganze Zeit, schauen beim jedem Mal, wie groß die Länge des Gradienten an der Stelle ist. Das ist so eine, wenn der Gradient der Nullvektor ist, dann ist die Länge des Nullvektors ist natürlich auch Null, sodass wenn die Länge des Gradienten Richtung Null geht, dann geht auch der Gradient Richtung Null. Und wie nah an Null wir da ran wollen, als die notwendige Bedingung für eine Minimalstelle, hängt halt davon ab, was wir als Delta wählen. Also das sind dann meist so kleine Werte wie 0,0001 oder so, dass man versucht, möglichst den Wert des Gradienten sehr nah an Null zu bringen, weil wir halt wissen, an der Stelle vom Minimum ist der Gradient gleich Null. Schauen wir uns das einmal Schauen wir uns vielleicht erstmal im Bild an. Das ist jetzt die Funktion, die wir die ganze Zeit gesehen haben. X Quadrat 1 plus x Quadrat 2. Da hatten wir auch schon Gradienten gesehen. Und zwar hier. Wir wählen jetzt einen dieser Punkte hier aus. Ich glaube, wir wählen tatsächlich diesen Punkt aus. Und das Gradientenverfahren dann sagt, gehe in die negative Richtung des Gradienten, also eben nicht in die Richtung, wo hier der Pfeil hinzeigt, das ist der Gradient, sondern in die entgegengesetzte Richtung, also in diese Richtung, von da nach da. Und zwar so weit, wie Alpha halt sagt, dass du diesen Wert hier skalieren sollst. Und das kommt dann wirklich darauf an, wie groß dieser Alpha-Wert ist. Wenn wir den sehr groß setzen, dann kann es sein, und das sind dann auch so die typischen Probleme von Gradientenverfahren, wenn wir jetzt meinetwegen Alpha auf 10 setzen, dann gehen wir in die negative Richtung von diesem Ding 10 Mal. Dann machen wir nicht 10, sondern 3. Dann sind wir natürlich irgendwie hier. Und das ist dann auch nicht so super, weil wir dann ja ziemlich übers Ziel hinausgeschossen sind. Deshalb sind Gradientenverfahren auch eigentlich gar nicht so toll. Aber die Richtung stimmt schon mal. Also die Richtung ist schon nicht schlecht. So. Und dann ist es halt immer eine Frage, wie man die Lernrate macht und wie man die Lernrate adaptiv macht, sodass man nicht überschießt. Aber wenn wir jetzt vom anderen Startpunkt ausgehen und in die negative Gradientenrichtung gehen, in jedem Fall gehen wir irgendwie so aufs Minimum zu. Das macht also Sinn. Warum das so ist, das wollen wir uns dann zum Ende vielleicht hoffentlich nochmal anschauen. Das ist dann jetzt hier abgebildet. Da könnt ihr nochmal zuschreiben, was wir dafür. Ah nee, das ist ja dann das hier. Also wir haben hier Alpha 0,1 gewählt und Delta 0,01. Wenn wir also hier anfangen und der Startpunkt ist ein zufälliger Startpunkt, 0,61, 0,85,
Das ist dieser Punkt. Wir gehen also im ersten Schritt von hier zu diesem zweiten Punkt, im nächsten Schritt zu diesem Punkt, zu diesem und zu diesem und so weiter. Sie sehen hier, man kann so ein bisschen erschließen, dass die Schritte immer kleiner werden. Das liegt daran, nicht daran, dass das Alpha immer kleiner wird. Das Alpha, also die Lernrate bleibt immer gleich, aber die Gradienten werden immer kleiner. Wenn Sie daran denken, wie diese Funktion aussieht, ist es natürlich so, dass das sehen Sie auch, kennen Sie auch von x Quadrat, dass die Ableitung, je näher Sie ans Minimum kommen, die Ableitung immer weniger steil wird. Also wenn Sie ziemlich weit davon entfernt sind, dann ist die Ableitung ziemlich steil. Wenn Sie also in die negative Richtung gehen, dann gehen Sie mit einer bestimmten Skalierung, gehen Sie eine bestimmten Schritt im Parameterraum oder im Inputraum, soll ich sagen, dieser Funktion. Je näher Sie an das Minimum kommen, desto flacher in Ihrem Verlauf wird die Funktion und desto weniger steil und weniger groß sind also die Ableitungen. Deshalb werden die Schritte dann immer kleiner und der Fortschritt, der erzielt wird, wird dann immer geringer. Deshalb clustern die Punkte hier so ein bisschen. Und gleichzeitig schauen wir uns an, was der Wert der Funktion ist. Gut, der ist am Anfang 1, na, dann ist das vermutlich, oder ich habe das hier abgeschnitten, weil wenn er genau 1 ist, weil das ist ja ein bisschen größer, und ich glaube, ich habe es hier abgeschnitten, der ist am Anfang also irgendwo über 1 und dann 1 und wird halt immer geringer, je weiter wir hier zu diesem Minimum in der Mitte kommen. Und die Länge des Gradienten, also das Maß für die Ableitung der Funktion an dieser Stelle der Iteration, das sind hier die Iterationen, wird auch immer geringer. Und irgendwann ist dieser Wert halt kleiner als das vorgegebene Konvergenzkriterium und dann bricht der Algorithmus halt ab. Also beziehungsweise dann hört der Algorithmus auf, der bricht nicht ab, weil er irgendwie kaputt ist, sondern er bricht ab, weil man dann sagt, okay, damit bin ich dann happy. Und das sind natürlich dann so Dinge, die man, also wenn Sie jetzt sich mit numerischer Optimierung in sowas wie Python R oder MATLAB oder so beschäftigen, da gibt es natürlich dann, wenn Sie da einen Algorithmus benutzen, ein Gradientenverfahren, dann müssen Sie natürlich angeben, was soll das Konvergenzkriterium sein. Und da gibt es dann meistens Default-Werte und die können Sie dann aber auch ändern. Schauen wir uns, das ist also erstmal ein Bild, was da passiert. Auf der Ebene der Implementation ist es nicht das Riesenproblem. Das Problem bei diesen gradientenbasierten Verfahren ist natürlich, dass man den Gradienten wissen muss. So, also wenn man nicht weiß, was die Gradientenfunktion ist, man muss den Gradient die ganze Zeit immer auswerten, dann kann man das halt auch nicht anwenden. Dann ist es natürlich nett, wenn man so Funktionen hat wie diese Funktion, wo man den Gradienten analytisch berechnen kann, als 2x1 und 2x2. Dann kann man ihn halt automatisch dann auch immer auswerten. Also hier wird einmal der Gradient der Funktion, also Nabla f, ausgewertet, 2x1, 2x2. Hier wird die Zielfunktion selber ausgewertet, x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Wenn man nicht so eine Funktion hat, bei der man analytisch den Gradienten berechnen kann, dann kann man natürlich Ableitungen auch numerisch berechnen. Das gibt es auch. Aber ja gut, da müssen wir dann auch nicht noch tiefer reingehen. Das braucht man also. Also man braucht irgendwie diesen Gradienten. Und der Witz bei neuronalen Netzen und logistischer Regression ist halt, dass man diese Gradienten gut berechnen kann. Tatsächlich bei neuronalen Netzen meist numerisch. Das sehen wir dann aber, wie das aussieht. Der Algorithmus selber ist dann das hier. Also es geht irgendwo los, XK. Dieses X hier ist nur zu Dokumentationszwecken, weil ich die halt aufnehmen wollte. Das eigentliche Ding, was sich immer ändert, ist XK. Und dieses, was hier steht als XK plus 1 ist gleich XK minus Alpha mal dem Gradienten an der Stelle XK. Und das ist gerade hier.
Hier ist xk, hier ist der Gradient von f an der Stelle xk in negativer Richtung, also mit Minuszeichen davor, und hier ist Alpha. Und dieses Ding wird jetzt xk zugeordnet, also das, was hier xk ist, das wird hier überschrieben. Und das ist also xk plus 1. Es macht Sinn, also man könnte hier das auch xkk nennen, aber dann müsste man hier, wenn es dann wieder, wenn man in der nächsten Iteration ist, dann erstmal wieder xk, xkk zuordnen und so weiter. Deshalb überschreibt man hier einfach immer das, den Iteranten und hat dadurch diese Updates da drin. Und ja, hier mit den X's speichere ich die nur alle ab, damit man sie sich nachher noch anschauen kann. Man kann die auch man kann sich auch vorher vorgeben, es gibt eine maximale Anzahl an Iterationen und dann kann man von Anfang an die Iteranten in ein Array schreiben. Das wollte ich jetzt hier nicht machen, sondern ich habe mit dem While-Loop freigelassen, wie viele Iterationen es geben soll. Also solange die Länge des Gradientenvektors größer als dieses Delta von 1,01 ist, macht diese Updates, bestimme dann immer den Funktionswert dazu und bestimme das Kriterium und ja, das ist hier, das ist aber auch nur zum Abspeichern. Das Entscheidende ist hier, solange, das ist das Ding hier, solange das Ding, also die Größe des Gradienten, die Länge des Gradienten größer ist als Delta, macht das. Und wenn das nicht mehr erfüllt ist, dann bricht halt oder dann endet halt der While Loop. Genau, das ist hier angewendet. Ja. Wie gesagt, es gibt da nicht unbedingt eine Garantie, dass das funktioniert, das einfache Gradientenverfahren. Deshalb, das Problem ist halt, wie soll man die Lernrate setzen, damit man häufig dann zum Minimum kommt. Und dafür gibt es dann natürlich sehr viel in der Theorie der nichtlinearen Optimierung, wie man das am besten macht. Das habe ich hier nochmal schriftlicht. Man kann das so ein bisschen verallgemeinern. Wir haben ja hier eine Abstiegsrichtung gewählt, nämlich den Gradienten. Warum das eine Abstiegsrichtung ist und warum das die steilste ist, das wollen wir uns gleich noch anschauen. Und generell muss man aber nun nicht, könnte sich auch vorstellen, erstmal hier hinzugehen und dann da hinzugehen und so weiter. Also es gibt es außer dass das der steilste Abstieg ist, jetzt erstmal kein Grund, jetzt unbedingt in die Richtung des negativen Gradienten zu gehen. Und natürlich ist die Frage, wie man sinnvollerweise die Lernrate setzt. Und das kann man allgemein durch ein weiteres Optimierungsproblem machen, nämlich indem man schaut, wie minimiert man die Funktion, wenn man jetzt in diese Richtung geht. Und das muss man letztlich auch machen. Also diese einfachen Gradientenverfahren, ja, die sind schon schwierig. Der Witz letztlich bei den neuronalen Netzen ist, sobald sie irgendwo in irgendwas, was so ein bisschen aussieht wie ein Minimum, gelangt sind, weil sie so viele Parameter haben, ist das meist schon gut genug. Also da müssen sie nicht das absolute globale Minimum finden, sondern es reicht da in einem lokalen Minimum zu sein und gut ist. Wenn man, das ist jetzt ein bisschen weitergehend, wenn man tatsächlich solche Verfahren zur probabilistischen Modellierung einsetzt, was wir damals gemacht haben, also im Variational Inference Bereich, dann muss man da schon ein bisschen genauer gucken. Gut, aber das ist erstmal so die Intuition halt hier auf der Folie, die Implementation und die Formulierung. Was immer noch nicht ganz motiviert ist, ist, warum denn nun in die Richtung des negativen Gradienten? Aber gibt es soweit erstmal Fragen, was jetzt das Gradientenverfahren ist? Weil das haben wir jetzt geklärt. Wir haben noch nicht ganz geklärt, warum jetzt unbedingt in die Gradientenrichtung. Okay, also Gradientenverfahren ist jetzt erstmal so,
klar, scheinbar. Also wie das definiert ist, wie es aussieht und wie man es implementiert, das können Sie jetzt. Die Frage ist, warum diese Update-Regel? Warum in die Richtung des negativen Gradienten? Und da ist das Entscheidende, dieses Theorem zum Gradientenverfahren. Wenn wir eine glatte Funktion haben und wir haben ein xk, dann ist die Gradientenrichtung, die bezeichnen wir hier als pkg. Das ist ja das Negative des Gradienten. Da darf man immer, das ist leicht, immer durcheinander zu kommen, wenn man sagt, man geht in die Richtung des Gradienten. Nee, geht man nicht, man geht in die Richtung des negativen Gradienten im Gradientenverfahren. Da haben wir die hier nochmal als pkg bezeichnet. Das ist die Richtung des steilsten Abstiegs von f in xk, Die Sache ist ja die, wenn man in irgendeinem Punkt ist in diesem Funktionsraum, an irgendeinem Punkt ist, kann man ja in jede beliebige Richtung erstmal gehen. Also wenn wir hier sind, hatte ich eben schon gesagt, man könnte auch erstmal dahin gehen, also in die Richtung, können in die Richtung gehen. Also zum Beispiel in diese Richtung minimiert das ja auch, aber es ist vielleicht, man hat so das Gefühl, man kommt, ist so ein bisschen ein Umweg. Wenn man in die Richtung geht, geht es bergauf. In die Richtung, oder wenn man meinetwegen an diesem Kreis entlang läuft, dann ändert sich die ganze Zeit nichts. Man kann sich das auch so vorstellen, man steht auf dem Berg und der Berg ist jetzt nicht komplett symmetrisch so und man fragt sich, in welche Richtung gehe ich jetzt weiter. Und dann kann man halt gucken, wenn es entweder möchte man in die Richtung des steilsten Abstiegs gehen, aber wenn der richtig steil ist, möchte man da vielleicht auch nicht gehen. Aber man hat natürlich, man kann sich irgendwie im Kreis drehen und schauen, in welche Richtung geht es jetzt am schnellsten, am weitesten nach unten. So, und die Aussage dieses Theorems zum Gradientenverfahren ist in die Richtung des negativen Gradienten. Und wir wissen zwar, was ein Gradient ist, das ist der Vektor der partiellen Ableitung, aber warum das so ist, das wissen wir nicht. Und das wollen wir uns noch anschauen, wie ich jetzt schon 20 Mal gesagt habe. Es reicht dafür, wenn wir uns Richtungen vergleichen, die die Länge 1 haben. Das macht den Beweis einfacher. Die Frage der Steilheit ist ja letztlich eine Frage der Steilheit in dem Punkt, an dem wir gerade stehen. Natürlich, wenn wir an einem nächsten Punkt stehen, dann kann das da anders aussehen. Es geht nur um die Richtung. Also es geht noch nicht so darum, dass wir jetzt wirklich einen Schritt gehen. Es geht nur um die Richtung. Und die Richtung können wir dann auch normalisieren. Also wir stellen uns vor, wir gehen die Länge 1 in, also 1 Meter in diese Richtung. Aber es geht nur darum zu bestimmen, in welche Richtung wir gehen, nicht tatsächlich dann diesen einen Schritt in die Richtung zu gehen. Warum ist das so? Und ich glaube, man könnte tatsächlich komplett auf die Mittelwertsätze verzichten, wenn man die Beweise der anderen Sachen nicht macht. Das geht hier zwar wieder damit los, aber ich glaube, man braucht es nicht. Wenn wir uns überlegen, wir sind an der Stelle, wir haben diese Funktion, wir sind an der Stelle xk und wir gehen jetzt in eine beliebige Richtung p mit einer bestimmten, ah nee, man braucht doch den Mittelwertsatz, mit einer bestimmten Schrittweite Alpha. Dann kann man diesen Wert hier schreiben, als im Sinne des, also diesen Funktionswert kann man schreiben im Sinne des Mittelwertsatzes zweiter Ordnung als fxk plus Alpha pt, der Gradient an der Stelle xk plus ein halb Alpha Quadrat. Und das kommt, weil wir dieses p mit Alpha multiplizieren. Deshalb kommt hier dieses Alpha Quadrat, weil hier auch noch ein p steht. Also steht p Alpha pt Alpha p und das ist der Alpha Quadrat pt, dann die Hesse-Matrix p für ein t zwischen 0 und Alpha, wobei wir auch hier eigentlich einschreiben könnten. Weiß nicht, warum wir jetzt hier mal die Alpha schreiben müssen.
Dass man das so schreiben kann, ist nur die Grundvoraussetzung für die Argumentation hier, weil hier dann die Aussage ist, okay, wenn wir das so schreiben können, dann bedeutet das ja, dass die Änderungsrate in Richtung p in der Stelle xk der Koeffizient von Alpha ist, also dieses Ding hier. Und dann ist die Frage, wie kann man die Änderungsrate, also die Geschwindigkeit letztlich so wählen, dass man am schnellsten nach unten kommt. Das ist hier nochmal begründet, wie es mit dieser Änderungsrate zu tun hat. Wenn man daran denkt, dass man das x t mal die Geschwindigkeit ist, dann ist t ja, wie viel Zeit vergeht, bis man beim nächsten x ist und v, wie schnell man da hinkommt. Und analog ist dieser Term hier die Änderungsrate. Man könnte das auch verstehen als sie leiten nach Alpha ab und die Änderungsrate ist dann gerade dieser Term. Und dieser Term, den will man jetzt so haben, dass man am schnellsten nach unten geht. Man will also eine Richtung finden, also einen Vektor, so dass dieses Produkt hier, also pt mal der Gradient, minimal wird, also so klein wie möglich, damit man am schnellsten nach unten kommt. Unter der Nebenbedingung, was es dann vereinfacht, dass dass dieses p die Länge 1 hat. Und da kann man dann über ein Cosinus-Argument hinkommen. Im Vorkurs haben wir gesehen, dass der Cosinus von Alpha als Winkel zwischen zwei Vektoren gegeben ist als das Skalarprodukt durch die Längen, durch das Produkt der Längen dieser Vektoren. Man kann also dieses Skalarprodukt hier, also pt mal dem Gradienten, schreiben als, wenn man das hier umformt, als die Länge von p mal die Länge des Gradienten mal Cosinus von Theta, das ist der Winkel zwischen p und dem Gradienten. Die Länge von p soll nach Voraussetzung 1 sein, deshalb steht hier 1. Wir haben also dieses Ding hier, können wir also schreiben als die Länge des Gradienten mal dem Cosinus von Theta. Und jetzt können wir uns fragen, wann wird dieses Ding minimal? Wenn Sie an die Cosinus-Funktion denken, die hat ein Minimum bei minus 1, also variiert hier nur zwischen 1 und minus 1. Das heißt, wenn pt gerade minus der Gradient von f an der Stelle xk ist, dann steht da ja minus die Länge des Gradienten an der Stelle f xk. Also wenn wir das Ding hier minimieren, dann, also das hat ein Minimum an also es muss gelten, sagen wir es nochmal so, es muss gelten, dass pt Nabla fxk gleich die Länge des Gradienten mal minus 1 ist. Dann ist das Ding hier minimal, weil der Cosinus bei minus 1 eine Minimalstelle hat. Also Länge pt muss also antiparallel zu dem Gradienten sein von Länge 1. Und damit ist die Minimalstelle dieses Optimierungsproblems, ist der negative Gradient geteilt durch seine Länge, einfach weil wir nur Längen von 1 haben wollen. Und damit ist die Richtung, die steckt ja da schon drin, der negative Gradient. Das ist, wie man begründen kann, dass die Richtung des negativen Gradienten der steilste Abstieg ist. Und deshalb ist das Gradientenverfahren halt beliebt, weil wenn man in Richtung des negativen Gradienten geht, man
weiß, dass man am schnellsten zum Minimum kommt. Man kann aber, und das, dafür gibt es halt keine Garantie, man kann halt auch überschießen, wie ich das schon gesagt habe. Also wenn man die Lernrate falsch setzt, dann geht man zwar in Richtung des Minimums, aber man schießt übers Ziel hinaus und landet dann hier. Das bringt dann auch nichts. So dass man da dann in der Theorie der nichtlinearen Optimierung noch viele weitere Überlegungen anstellt, um möglichst gut zum Minimum zu kommen. Und das wird dann beliebig, also das ist dann irgendwie so ganz lustig in der nichtlinearen Optimierung, dass am Anfang wirkt das alles so ein bisschen so rational, also ein Gradient und so eine gute Richtung und so. Und am Ende wird es dann so ein bisschen beliebig. Und ganz am Ende hat man das Gefühl, naja, eigentlich durchsucht man so ein bisschen den Raum hier. Also man könnte ja auch anders das machen. Man könnte ja auch diese Funktion einfach überall auswerten und dann gucken, wo es der kleinste Wert. Und das ist dann das Minimum, das nennt man Brute Force Minimierung. Das ist halt schwierig, wenn das hochdimensional ist, weil dann haben sie sehr, sehr viele Werte, die sie ausprobieren müssen. Also durch das exponentielle Ansteigen der Werte, die es gibt, wenn die Dimension höher wird, sodass diese Brute Force Sachen halt in hochdimensionalen Parameterräumen nicht mehr funktionieren. Und dann müssen sie doch wieder so gradientenbasierte Verfahren nehmen und da versucht man halt so das Beste rauszuholen. Aber es wird schon teilweise dann so ein bisschen arbiträr, wie dann die Richtungen ausgewählt werden. Also es gibt dann da so diese eine Sache, dass man noch mit der Hesse-Matrix multipliziert und wenn die dann aber irgendwie nicht positiv definiert ist, dann ändert man die so ein bisschen, dass sie dann doch positiv definiert ist und hofft, dass man dann zu einem Minimum kommt. Genau, und letztlich ja, hört dann Algorithmus auch irgendwann auf. Wenn Algorithmus nicht aufhört, dann hilft es auch nicht, weil wenn sie jetzt irgendwie unendlich lange berechnen müssen, wann wo am besten ist, dann hilft ihnen das nicht im echten Leben, sodass man irgendwann sich, wie immer, wenn man Dinge minimiert oder maximiert im Leben, irgendwann muss man sich dann auch mit den Dingen mal zufriedenstellen, sonst macht man sein ganzes Leben nichts anderes, als Dinge zu minimieren oder zu maximieren. Gut, das war also unsere Einführung in das Gradientenverfahren, das wir dann bei der logistischen Regression und bei den neuronalen Netzen in Action sehen werden. Und halt für gerade für die Theorie oder für das Wissen um neuronale Netze halt extrem entscheidend ist, weil ohne Backpropagation, was ein Verfahren zur Bestimmung des Gradienten als neuronales Netz ist, geht heutzutage gar nichts mehr. Gut, gibt es Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Ich würde gerne wissen, ob ich das richtig verstanden habe, und zwar auf Folie 38. Also die Lernrate ist ja praktisch, wie weit man sich praktisch zum Minimum bewegt, oder? Also in die Mitte? Nee, auf dem Bild, ja, auf genau. 38. Genau. Die Lernrate sagt, wie weit man sich in die Mitte bewegt. Genau. Und der Gradient ist praktisch die Strecke zwischen zwei Punkten, oder? Also beziehungsweise die Länge des Gradienten. Ja, das sieht man, den Gradienten sieht man hier. Der Gradient das sind skalierte, die Strecke zwischen zwei Punkten sind mit der Lernrate skalierte Gradienten. Also der Gradient selbst hängt ja davon ab, wo sie gerade sind und wie, also das ist einfach zweimal die Werte, wo sie gerade sind. Und der wird ja jetzt mit dieser Lernrate multipliziert, also in diesem Fall dann gekürzt, weil das ist ja 0,1, also es wird nur ein Zehntel davon genommen. Und nur, also wenn wir jetzt meinetwegen hier sind, das ist der Gradient, das wäre der die negative Gradientenrichtung, würde also bis hier gehen. Und jetzt haben wir eine Lernrate von 0,1. Das heißt, wir gehen nur ein Zehntel dieser Strecke, also wir gehen nur bis hierhin. Also der nächste Punkt wäre hier. Und das sind wo hier dann die Punkte aufgezeichnet sind. Also die Richtung dieser Strecke zwischen zwei Punkten, das ist die Richtung des Gradienten. Den tatsächlichen Gradienten, den sehen Sie hier nicht, die habe ich nicht mit aufgezeichnet. Das wäre also noch ein Pfeil, die Lernrate war ja hier 0,1, der 10-mal so lang wäre wie diese Strecke. So, also
Also die Strecke zwischen zwei Punkten hier ist ein Zehntel des Gradienten an dieser Stelle. Und hier auch diese Strecke dazwischen ist ein Zehntel des Gradienten und so weiter. Macht das Sinn? Ja, und jetzt noch die weiterführende Frage. Also dieser skalierte Gradient an der Lernrate wird praktisch irgendwann so klein, dass er kleiner ist als das Konvergenzkriterium und dann bricht der Algorithmus ab. Passt. Ja, nein. Also nicht mit skaliert mit der Konvergenzrate. Das ist da geht es dann wieder tatsächlich um, also hier steht ja nur die Länge des Gradienten und nicht die Länge von Alpha mal dem Gradienten. Da geht es dann wirklich darum, wie der Gradient selbst ist. Und der soll ja null sein, weil das bezieht sich ja dann auf die notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Also wenn der Gradient null ist, dann sind wir an einem Minimum. Wenn der Gradient selbst, also der nicht skalierte Pfeil, wenn der möglichst ganz klein ist, dann hört man auf. Der wird dann, meist wird er nicht wirklich null, sondern der ist dann irgendwie so minus oder 1 hoch minus 6 oder so. Also man kommt da dann aufgrund numerischer Dinge dann nie wirklich zu null, aber man hat eine Zahl, die so klein ist, dass man sagt, okay, weiter zu null müssen wir auch nicht. Okay, danke.